kiss for you. News und Talks für Gebildete. Heute zu Gast ein junger Mann, Gymnasiast. Exakt, ja. Genau, war dabei am Anfang bei Fridays for Future Demonstration, hat also auch eine gewisse Erfahrung. Greta Thunberg kennen Sie deswegen natürlich auch. Fridays for Future, darum geht's. Denn die besetzen ja im Moment das Thema Weltverbesserung. Wie können wir alle in einer besseren Welt leben, sozusagen? Haben Sie sich selbst schon mal Gedanken gemacht, so über bessere Welt oder so? Ja, natürlich. Ich habe oft darüber nachgedacht. Aber um ehrlich zu sein, bin ich nie zu einem richtigen Schluss gekommen. Weil ich den Ansatz natürlich irgendwo auch bei den Politikern sehe, wo man eingreifen muss. Und wo ich sehe die Veränderung, die stattfinden könnte, eher bei den Politikern als bei dem kleinen Mann. Ja, aber wenn Sie jetzt schon älter wären, hätten Sie gesehen, dass in den letzten 60 Jahren die Politiker all das angerichtet haben, von denen jetzt wir bei Fridays for Future erwarten, dass sie es lösen sollten. Vielleicht können sie es gar nicht, weil es so schwierig ist. Ja, vielleicht ist es einfach so, dass die Politik zwar in der Lage war, die Erde zu zerstören und eine Art System des Raubbaus an der Erde zu machen, aber nicht das Problem zu lösen und daraus wieder auszusteigen. Vielleicht ist das der Zusammenhang sozusagen. Und insofern, aber es ist genau richtig, es ist gut, dass sie zu keinem Schluss gekommen sind, weil dass sie ja auch dann nicht fixiert auf etwas, denn das ist Weisheit sozusagen. Bevor ich etwas nicht genau weiß, sollte ich eigentlich gar nichts entscheiden, sondern ich sollte erst einmal so lange neue Informationen aufnehmen, bis ich mir mit etwas sicher bin. Und da sind wir schon bei dem ersten Bild hier. Betrug und Fälschung in der Wikipedia, ja, Betrug und Fälschung in der Wissenschaft. Die Frage ist, was soll man überhaupt noch glauben? Jeder sagt was anderes. So ist es, ja. Ja? Und alle sagen, sie hätten alle dafür Beweise und Belege. Kann ja nicht stimmen, da muss ja Unwahrheit dabei sein oder Irrtum. Wir sprechen von Irrtumsmemen, ja. Und Betrug und Fälschung in der Wissenschaft ist ein großes Kapitel. Und einen guten Wissenschaftler oder einen echten Wissenschaftler in dem ganzen Armeen der Pseudowissenschaftler, die ihnen das verkaufen wollen und das verkaufen wollen und die ihnen das Märchen erzählen wollen und das Märchen erzählen wollen, da erkennen sie die guten Wissenschaftler, indem die sagen erstmal, ich glaube eigentlich erstmal gar nichts, weil ich auch alles möglicherweise für Wissenschaftsbetrug halten könnte oder für Manipulation, für Irrtumsmeme. Und Irrtum-Meme kommt von Memory, verhaltenssteuernde Gedächtnisinhalte. Wir haben heute, betrachten heute die Evolution so mit den Begriffen memetisch-genetische Evolution. Mhm. Ja? Also wir kümmern uns nicht nur um die Körper und die Evolution der Körper, haben Sie bestimmt schon mal gehört, DNS und Genom, sondern wir haben ja auch nicht nur das Genom, sondern auch ein Gehirn. Mhm. Ja, und von daher ist es für uns so, warum glauben wir an bestimmte Dinge? Haben Sie schon mal das Wort Urknall gehört? Ja, des Häufigeren, ja. Ja, irgendwas danach mal dazu gehört? Ja, also Urknall, gut, war vor langer Zeit, da ist dann der Urknall, war schwarze Materie, dann der Urknall und so ist das Leben dann langsam gekommen. Was davor war, kann bis heute noch keiner sagen. Glauben Sie das? An den Urknall. Ich sag mal so, glauben wäre vielleicht zu viel des Guten, ich könnte es jetzt aber selber nicht widerlegen. Beziehungsweise wurde es bislang nicht widerlegt. Das ist schön vorsichtig. Also ich glaube das, aber auch immer mit der Vorsicht, ob es nicht doch Schwindel sein könnte. Warum glaube ich das? Weil wir, wenn man echte Wissenschaft betreibt, sozusagen guckt man immer darauf, unter welchen Rahmenbedingungen welcher Wissenschaftler was erforscht hat. Wenn jemand etwas erforscht und etwas behauptet, was sowieso die ganze Welt und die ganze Wirtschaft von ihm haben will, dann bin ich vorsichtig. Mhm. Weil dann kann es ja sein, dass er einfach nur das nachplappert, was er wünscht ist, damit er Karriere macht oder damit er gar Forschungsgelder kriegt oder irgendwas anderes. Das heißt also, ich glaube, also die Wahrscheinlichkeit ist schon etwas größer, wenn jemand etwas behauptet, das eigentlich gegen den Strom schwimmt. Dann höre ich genau hin, weil das könnte vielleicht Wahrheit sein, denn da ist vielleicht kein Geschäft dahinter. Und jetzt gucken wir uns mal an. Leider habe ich keine Grafik gefunden. Ich sage mal so, wir beide glauben jetzt, also akzeptieren, dass
Urknall vor ca. 13,8 Milliarden Jahren, vor ca. 10 Milliarden Jahren die Entstehung unserer Galaxie, der Milchstraße, mit der Milchstraße, ich habe jetzt begriffen, irgendwie Milchstraße ist nur ein Teil der Galaxie, das ist aber nicht alles unwichtig, weil ich bin ja kein Physiker. Ich glaube, dass unser Sonnensystem vor ca. 5 Milliarden Jahren entstanden ist, mit Erde, später Mond dazu und so weiter. Und dass das Leben, also DNS-Vorläufer, irgendwie vor 4 bis 3 Milliarden Jahren entstanden sind. Was heißt eigentlich Milliarden Jahre? Das sind sehr viele Jahre auf jeden Fall. Ja, also immer, das sind 1000 Millionen Jahre. Also eine Milliarde ist 1000 Millionen Jahre. Wenn das Leben also vor 4 Milliarden Jahren entstanden sind, sind das 4000 Millionen Jahre. Oder 3,5 tausend Millionen Jahre. Unvorstellbar. Eine hohe Zahl auf jeden Fall. Eine unendliche lange Zeit, wo sich Dinge entwickeln können, die wir uns gar nicht vorstellen können. Wenn Sie sich also die Bilder zum Beispiel, machen wir einen Riesensprung, gehen wir mal von 3500 Milliarden Jahren ungefähr mal 200 Millionen Jahren, also von 3500 Millionen zu 200 Millionen, ein Riesensprung zum Heute. Da finden Sie diese ganzen verrückten Dinosauriergestalten, die Sie schon gesehen haben. Manche ganz merkwürdig aussehend und ganz ulkig, genau, und ja, so weiter. Für uns völlig fremd, aber es gab vorher schon ganz andere, für uns völlig fremde Lebewesen. Haben Sie vielleicht schon mal im Fernsehen irgendwie so Filme gesehen, wo so ganz verrückte Tiere aus der Vergangenheit gezeigt wurden? Tatsächlich. Genau, in Dokumentation. Das kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen, aber das war die Evolution halt, ja. Gut, wo wir das jetzt geklärt haben, würde mich mal interessieren, wie stehen Sie eigentlich zu Gott und Glauben? Ja, da gehen wir mal hier auf die Seite. Also ich beschreibe das mal verbal, was ich gerade mache. Hier ist die Startseite der zweiten Scientists for Future 2. Unterabteilung vom World Council of Wise People oder Weltrat der Weisen oder Kurzrat der Weisen. Ja. Da findet man hier, jetzt bin ich auf der Unterseite Professorinnen. Und das ist auch quasi das Quellenverzeichnis der Professoren und ihr Literaturverzeichnis. Auf was beziehen sich diese Professoren? Ja. Und Doktoren und so weiter. Die beziehen sich also, sehen Sie sie hier, es geht los mit den wissenschaftlichen Riesen, auf deren Schultern wir alle stehen. Wir stehen also alle auf Kopernikus, Kepler, Galilei, Newton. Ja? Und diese Leute haben alle etwas herausgefunden, was zum Beispiel den Kirchen damals gar nicht gepasst hat. Okay. Denn die Kirchen hatten ja, deswegen glaube ich denen ein bisschen, weil die Riesenärger bekommen haben. Galilei kennen Sie vielleicht, der hat Hausarrest bekommen und so weiter, ist, glaube ich, da schon auch ziemlich runtergekommen dann und darin dann irgendwann auch gestorben. Bekannt ist vielleicht noch der Giordano Bruno später, der verbrannt wurde sogar regelrecht, ja. Und ja, also Kopernikus, Kepler, Galilei, das waren so die Leute, die uns ein realistischeres Bild vom Sonnensystem und Universum näher gebracht haben, weil ursprünglich hieß es ja in der Bibel irgendwie, und die Leute hatten ja aus der biblischen Vorstellung auch die Vorstellung gemacht, dass die Erde irgendwie so eine Art Scheibe ist, deswegen sprechen wir ja heute von Flacherdlern, ne? Die Erde eine Scheibe sei und dann irgendwie Gott die ganzen Sterne und alles darum herum aufgebaut hätte und die Sonne darum irgendwie gebaut hat oder was auch immer. So die Erde als so eine Art kleine Schneekugel, ja, in der, ja, und da ist eben der Punkt, dass ich eben jetzt glaube, okay, da hat die Kirche zumindest ihre Vorstellung zu stark ausgeweitet, ja, und hätte sich da besser zurückgehalten, hat den Menschen halt ein Vorstellungsbild gegeben, aber das haben Kopernikus, Kepler, Galilei und Newton quasi widerlegt. Und sagt Ihnen Newton was? Schon mal was gehört? Ja, sagen Sie mal. Newton. Ich muss mal ganz kurz. Ja, genau, der Herr Newton, der hat festgestellt mit die Gravitationstheorie mit einem Apfel. Und ja, das ist das, was ich so von ihm weiß. Das war, glaube ich, einer seiner bekanntesten Feststellungen.
Was ist das Besondere an dieser Entdeckung? Also diesen Apfel, den er da angeblich beobachtet hat, der runtergefallen ist oder ihm angeblich auf den Kopf gefallen ist, was wahrscheinlich nicht stimmt, ist egal. Aber was ist da eigentlich das Entscheidende? Wenn ich das jetzt so betrachte, dann ist es ja eigentlich etwas Selbstverständliches gewesen, was eigentlich jeder so für normal hielt. Aber er hat es dann halt überlegt, was steckt denn überhaupt dahinter? So würde ich es jetzt beschreiben. Und er hat sich überlegt... Und was steckt dahinter? Dass die Erde Sachen anzieht, sozusagen. Und was macht der Apfel? Der fällt runter. Zu Boden natürlich, weil er auch von der Erde irgendwie angezogen wird. Das ist ganz wichtig. Der Apfel zieht auch die Erde an. Aha. Wobei es jetzt in dem Falle schwierig ist, weil der ja an den Baum gekoppelt ist. Mhm. Aber in dem Moment, wo er fliegt, ich weiß nicht, dürfte er auch eine kleine Anziehungskraft auf die Erde ausüben? Da müsste ich jetzt einen Physiker fragen. Aber auf jeden Fall alles. Also die Erde zieht uns an und wir ziehen aber auch irgendwie die Erde an. Denn Materie generell zieht sich gegenseitig an. Und das ist doch eine wichtige Entdeckung. Sehr wichtig, denn dadurch versteht man ja dann auch, dass Sonne... dass zum Beispiel die Erde um die Sonne kreisen kann und einfach durch die gegenseitige Anziehung, die Erde zieht die Sonne an, aber da die Sonne viel schwerer ist und größer, schwerer und mehr Materie hat und mehr Masse hat, ziehen die sich gegenseitig an und die Erde fliegt und fliegt und wird dann quasi, wenn wir vom Urknall ausgehen, denken, die pendelt, also alles fliegt ja, alles, das Universum dehnt sich ja angeblich aus, weiter, ja, und dann pendelt quasi die Erde durch die Gravitationskräfte, pendelt die Erde so, ja, dass es eine elliptische Umlaufbahn um die Sonne ergibt und genauso bei den anderen Planeten und so weiter. Und das ist ein, ich nenne es immer einen Pendelvorgang für mich, ich kann mir das eher vorstellen, dass wenn nach einer Explosion Gegenstände fliegen und die dann anfangen, sich gegenseitig anzuziehen, dann kommt das so zu einer leichten Pendelbewegung. Und ich glaube, man hat ja dann auch später festgestellt, dass man auch Planeten feststellen kann, indem man sieht, dass die Sonne, die jeweilige Sonne, der Stern, unsere Sonne ist ein Stern von Milliarden von Milliarden von Sternen im Universum. Und dass also quasi die Sterne zittern im Rhythmus der Anziehungskraft der sie umkreisenden Planeten quasi. Hm? Ja. Ja, das ist also so, die Planeten ziehen auch den jeweiligen Stern an und das führt zu Bewegungen und so weiter. Ja? Also das ist doch schon mal wichtig, dass man versteht, aha, so funktioniert das Universum. Und da diese Leute so viel Widerstand überwinden mussten, glaube ich den erstmal, weil ich sehe nicht, wie die uns hätten abzocken wollen, um mal auf Deutsch zu sagen, mit einer Unwahrheit. Vielleicht, wenn es heute Raumfahrtindustrie, vielleicht, dann, wenn es das damals schon gegeben hätte oder in Sichtweite gewesen wäre, dann hätte man sagen können, die wollen uns Werbung machen, indem sie da irgendwelche dramatischen Geschichten über das Universum erzählen, um uns zu Raumflügekonsum zu verleiten oder so. Mhm. Dann hätte ich gesehen, dass die dann Geschäft mitmachen. Aber so glaube ich, dass die einfach nur Wahrheiten gefunden haben. Und das ist aber ein Glaube, denn unter Vorbehalt. Sie haben es ja auch vorhin gesagt, so eine Art Vorbehalt. Natürlich. Hm? Ist ja beim Jesus eigentlich genauso. Der ist ja auch auf viel Gegenwind gestoßen und ist letzten Endes auch daran gestorben, dass er etwas Neues und nicht Kommerzielles da in die Welt gesetzt hat. Ja. So würde ich es behaupten. Also wäre Jesus ja dann auch eine Art Wissenschaftler, oder würden Sie das dementsprechend? Ja, mindestens ein Philosoph, wenn man im Wissenschaftskontext bleibt. Und viele Sachen sind ja auch gute Philosophien, so zum Beispiel, was stört dich, der Splitter im Auge deines Bruders und du siehst den Balken im eigenen Auge nicht? Oder da gibt es ganz viele Dinge, auf die sich Naturwissenschaft mittlerweile beruft, weil er sagt, da sind einige Weisheiten drin, die man naturwissenschaftlich unterschreiben kann, ja. Aber erst einmal ist es so, dass die Naturwissenschaft, gerade auch die zweiten Scientists for Future 2, äußern sich also zu diesem Thema gar nicht. Ja? Mhm. Aber zum Beispiel ein aktuell berühmter Name, den kennen Sie vielleicht, Professor Stephen Hawking, ja? Den man so auch auf dem Fernsehen kennt und so weiter, leider ja vor etlichen Monaten verstorben. Ja. Kurz nachdem die zweiten Scientists for Future bei ihm angefragt hatten. Und da war aber schon klar, dass er gesundheitlich das gar nicht mehr schaffen hätte können, da irgendwie mitzuwirken. Ja, schade, ja.
Ja, also das heißt aber generell, Stephen Hawking äußert sich manchmal zur Gottesfrage, dafür hat er dann auch schon ein bisschen Schwierigkeiten gekriegt oder ein bisschen Gegenwind bekommen, ja. Aber die zweiten Scientists for Future 2 sagen, darüber können sie erstmal gar nichts aussagen. Und die Kirchen sagen ja mittlerweile, ja, die Sichtweise der Naturwissenschaft auf unser Universum ist realistischer als unsere alten Sichtweisen. Und wir akzeptieren die Sichtweise der Naturwissenschaft. Ja? Das heißt, dadurch haben wir ja so einen Konsens in der Gesellschaft. Ne? Ja, und jetzt geht es weiter mit, wie funktioniert Leben? Also eben hatten wir die Gegner dessen, sind ja die Flacherdler, die behaupten, es ist alles noch so wie früher, wie man früher dachte. Und jetzt kommen wir zum Thema Kreationisten, ja oder nein. Ja, da gibt es ja bei den Zeugen Jehovas Kreationisten, die ganze Bücher darüber schreiben oder überall woanders gibt es das auch. Und wir haben Gregor Mendel schon mal gehört. Ja, was? Mendel, er ist ein Biologe. Ja. Genau, und genaueres weiß ich gar nicht über ihn, aber auf jeden Fall ist es auch ein Wissenschaftler, der sich mit verschiedenen Sachen auseinandergesetzt hat. Ja, mit den sogenannten Mendelschen Regeln oder, glaube ich, Mendelsche Gesetze hießen sie früher und so weiter. Also Exakt. so, der hat dann so Erbsenzüchtungen gemacht und Ah hat ja, gemerkt, genau, ja, da er muss weiß. irgendwas in den Zellen, muss ja was drin sein, das zu solchen Unterschiedlichkeiten führt. Heute sozusagen, dass es dominante und rezessive Erbmaterialien geben muss, damit, denn sonst könnte man nicht erklären, dass, was weiß ich, das Zahlenverhältnis bei bestimmten Nachfolgegenerationen 3 zu 1 ist. Zuhörer erinnern sich jetzt wahrscheinlich an den Schulunterricht Biologie, ja, Ganz genau. Gregor Mendel, ganz wichtig, weil er ja auch schon quasi in die Welt der, ja, des Genetischen eingestiegen ist, also wie in Pflanzen, in den Zellen sozusagen irgendwas sein muss, was das Ganze ja steuert, ja, irgendwie. Und Alfred Russel Wallace kennen Sie wahrscheinlich nicht. Nein. Das ist eigentlich der zweite Darwin. Der war und zeitgleich mit Darwin hat er die Sachen rausgefunden und Darwin hat also nur veröffentlicht. Er hat nämlich Angst gehabt, dass er zerfleischt wird, wenn er die Evolutionstheorie und Evolutionsbiologie veröffentlicht. Ja. Und da Wallace eben, da es drohte, dass Wallace veröffentlicht, hat er dann schnell veröffentlicht, sein Riesenbuch, Die Entstehung der Arten durch natürliche Zuchtwahl oder so ähnlich. Und ja, und das heißt, Mendel, Wallace und Darwin waren also die, die uns eine völlig neue Sichtweise gegeben haben, nämlich dass auch das Leben, und das akzeptiert ja die Kirche mittlerweile auch, dass alles sozusagen, dass die Dinge variieren, Mutationen, Variation, Rekombination, Neukombination, Selektion, Crossing over, was auch immer. Ja? Das Ziel der zweiten Scientists for Future 2 ist auch so diese Liste, dass das die Liste der 100 Besten der letzten 1000 Jahre quasi sein soll. Denn die sind ja alle nicht bei uns Mitglied. Darwin ist ja nicht bei uns Mitglied, kann ich, Nein, ne? natürlich nicht. Sondern das Mitgliedschaft erkennt man ja immer an diesem grünen Zeichen hier zum Beispiel. Und aber vorher die, auf die wir uns stützen, und das ist ja wichtig, das sind aber Namen, die Sie aus dem Fernsehen kennen könnten. Aber sagen Sie mal, wenn Sie einen Namen kennen, Professor Sarah Blaffer-Hirdy, Kristen Hawkes, Richard Wrangham, Friedemann Schrenk, der berühmteste Paläoanthropologe in Deutschland, bei zum Beispiel Planet Wissen schon mal gesehen? Schon mal gesehen, ja. Ja, zum Beispiel da, glaube ich, regelmäßiger Gast. Professor Franz de Waal, schon mal was gehört? Bonobos, Schimpansen? Das Leider Wort, nein. nein, noch nicht gehört, gut. Richard Dawkins, einer, der auch so versucht hatte, wohl der Nachfolger Darwins zu werden, aber eigentlich nichts wesentlich Neues gebracht hat. Und die Schüler hier die Schüler von Christian Vogel, zum Beispiel Volker Sommer in England, Eckart Voland hier in Deutschland. Und so weiter. Dann haben wir Konrad Lorenz, Nobelpreisträger, vielleicht schon mal gehört. Namentlich. Ja, der berühmte Gänse-Lorenz. Ja. Eibel Eibesfeld, auch ein ganz berühmter Biologe, auch vor nicht langer Zeit verstorben, auch nachdem wir da verhandelt hatten, ob er vielleicht bei uns auch mitmacht. Aber er war ja auch schon gesundheitlich ganz schwer angeschlagen. Angeschlagen. Ja.
Trivers, Hamilton, das sagt mir halt alles was. Das sind die großen Namen der Evolutionsbiologie. Übrigens, Hamilton hier hatte den Lehrstuhl, den Nachfolgelehrstuhl von Darwin in Oxford. Aha. Wow. Hat aber auch ein paar gute eigene Sachen gebracht. Ne? Und dann sehen Sie es hier, viele Professoren. So geht das immer weiter. Und zwischendurch sind immer unsere Professoren hier und so weiter. Das kann sich ja jeder in Ruhe selber anschauen. Das sind jeweils Interviews mit dem größten Wirtschaftsmagazin Österreichs zum Beispiel. Und so sehen Sie dann, kann man gucken und gucken, gucken, gucken. Ja? Und so hat man ganz viel. Ja? Und jetzt gehe ich mal wieder hoch und scrolle das mal wieder hoch. Für uns ist also erstmal wichtig, dass man sieht, aha, die zweiten Scientists for Future stützen sich wirklich auf alles, was Rang und Namen hat in der Wissenschaft und können deswegen ja auch behaupten, ja, hoppla, wer sich darauf nicht stützt, der ist vielleicht gar nicht in der Realität. Ne? Mhm. Ja, denn es gibt ja viel, das Internet ist ja voll mit gegenläufigen Konzepten. So, aber soweit klar, jetzt haben Sie mal so einen Einblick bekommen und an manche Namen kannten Sie ja persönlich. Ne? Jawohl. Können Sie anhand dieses Bildes, versuchen Sie doch einfach mal mit den Kaninchen und dem Raubvogel so ganz grob, so was Sie noch in Erinnerung haben über Mutation und Selektion, die Evolutionsbiologie, die Wallace-Darwin-Theorie, wie man es ganz modern jetzt nennt. Ja, ne? Vielleicht beschreibe ich das Bild mal am Anfang. Also man sieht hier einen Raubvogel, ja, der auf einem braunen Feld einen von vier Hasen, drei davon braun, einer weiß, ja, das weiße Häschen sich schnappt, sage ich jetzt mal so. Ja. Und rechts daneben eine ähnliche Grafik. Warum schnappt er sich das weiße Häschen in dem Bild? Ich denke, es hat eine Art Alleinstellungsmerkmal und ist auch in dem Kontrast besser zu erkennen. Genau, Tarnfarbe. Also das Braun ist auf dem Feld eine Tarnfarbe. Deswegen, so erzeugt ja auch die Evolution Farben, dass und deswegen stirbt die Mutante, mhm, die wird jetzt gefressen gerade. Mhm. Ja, ganz genau. Und auf dem rechten Bild, weißes Feld. Drei weiße Hasen, ein brauner. Hochgebirge, damals noch mit Schnee. Ja, okay, Schnee. Deshalb weiß. Vor dem Klimawandel noch mit Schnee. Ja, die Zeiten sind ja auch bald vorbei. So, und jedenfalls schnappt er sich dann auf diesem Bild den braunen Hasen anstatt einer der drei weißen Hasen, weil er ihn höchstwahrscheinlich am besten erkennt. Genau. Die Tarnfarbe funktioniert da nicht und deswegen eine genetische Mutante, die zufällig braunes Fell bekommt, wird gefressen. Sie kennen es vielleicht von Faltern mit brauner Farbe, weißer Farbe. Ne, ganz kurz nur für die, die es in Lehrbüchern gelesen haben, in Schulbüchern gelesen haben. Wenn durch unsere Industrie wurde früher, die hat so viel Dreck ausgeschüttet, dass unsere Birken zum Beispiel dunkel wurden, braun wurden, mhm, und dann wurden jetzt die weißen Birkenspänner oder wie sie heißen, gut gesehen und von den Vögeln und sehr häufig gefressen. Also innerhalb kürzester Zeit vermehrten sich die braunen Birkenspänner und die weißen starben wahrscheinlich nicht ganz aus, aber wurden ganz deutlich weniger. Und so geschieht Evolution innerhalb weniger Jahre manchmal. Ja, ja, dann haben wir das. Sehr gut, super, Sie kennen sich ja aus. Ja, und jetzt schauen wir uns zusammen das nächste Bild an, weil wir uns ja mit Riesenschritten dem Thema Weltverbesserung und neue Gesellschaftssysteme und so weiter nähern wollen. Aber all das ist wichtig, denn wenn man die Gesellschaft verändern will und versteht gar nicht, wie die Welt ist, dann macht man Riesenfehler. Ja. Und die haben wir ja genug gehabt. Oder erinnern Sie sich an, wie viele Millionen Tote hat uns der Stalinismus, also die Tyrannei, die pseudokommunistische, pseudosozialistische Tyrannei in Russland gekostet? Wie viele Millionen Tote? Viele. Viele? Sehr. China? Wie viel hat Mao umbringen lassen? Ich denke auch viele. Ja. Oder Kuba? Ich meine, die haben dort eine schöne Lebensart, aber ich glaube, das Land sieht schon ziemlich verrottet aus, oder? Wieso eine schöne Lebensart, inwiefern? Naja, also die Kubaner sind ja sehr lebenslustige, angeblich sehr lebenslustige Menschen, so Sonne, Sommer, Sonnenschein, aber das, die Häuser und so, das wirkt ja alles wie Ruinen, ne? Ja. Mhm.
jemand, der da gewesen ist, kann das jetzt bestimmt direkt bestätigen. Ja, oder Venezuela soll ja jetzt auch riesige Probleme haben. Also sozusagen Tyranneien, die das pseudokommunistische, pseudosozialistische Tyranneien mit Pseudoplanwirtschaften, also da können sich Wissenschaftler nicht für begeistern. Das muss man vermeiden, ja? Für welche Form könnten Sie sich denn begeistern? Wir kommen ja gleich zu. Also zu so Stichworten wie echter demokratischer Kommunismus, Sozialismus, mit echter wissenschaftlich fundierter Planwirtschaft, ohne all die Fehler, die man gemacht hat. Denn das ist ja entscheidend, wo Sie mit der Planwirtschaft auch wieder aufhören, weil Sie sonst ineffizient werden und so weiter. Ja? Kommen wir ja alles dazu. Ja, schauen wir mal weiter. Ja? Hier, das heißt, wir waren gerade bei 200 Millionen Jahre, diese verrückten Dinosaurier, die so merkwürdig aussahen und so total fremd und teilweise riesig waren und Tyrannosaurus Rex und so weiter, ja. Kennen Sie alles? Natürlich. Jurassic Park. Bitte? Wir sind ja alle von Jurassic Park gegangen. Ah ja, Jurassic Park. Okay. So, und dann gehen wir ein Stück weiter. Haben Sie mal gehört, warum die großen Dinos heute hier nicht mehr rumlaufen? Ja, natürlich. Ich denke, das hat jeder schon mal gehört. Ja, erzählen Sie. Er kam dann vor 67 Millionen Jahren. Größenordnung 65 plus minus. Ja, ne? Pi mal Daumen, exakt. Ein Meteorit, der diese ganze Art auslöschte tatsächlich mit einem Schlag. Genau, alles veränderte. Übrigens wahrscheinlich das ganze Klima veränderte. Ja, genau, es war ja dann auch, ich weiß nicht, Hungersnot oder es war sehr kalt geworden auf jeden Was Fall. Was auch immer. Und das ist eine These, die ist eine Vermutung, die für die einiges spricht. Genau. Mhm. Ja, wir gehen. Genau, wir sind da. Und was passiert dann? Wie groß war Ihre Ur-Urgroßmutter damals? Zu den Dinosaurierzeiten, oder? Ja, nee, also vor 65 Millionen Jahren. Wie sah denn Ihre Urgroßmutter, Ihre Großmutter hat ja eine Großmutter. Richtig. Die ist ja dann schon zweifache Urgroßmutter oder irgendwas, ja? Großmutter, die hat wieder eine Großmutter und wenn nie wieder eine Großmutter, also müssen Sie sich klar machen, wir reden hier von Realität. Sie haben Vorfahren. Ja, natürlich. Und Ihre Vorfahren gehen sogar, wenn wir ganz genau sind, bis auf 3,5 Milliarden Jahre zurück. Nur, dass damals Ihre Urgroßmutter so ein Einzeller, oder Vorläufer eines Einzellers war. Genau. Ja? Und das ist ja die neue Entdeckung von Darwin gewesen, ja? Letztendlich. Ja. Und jetzt gehen wir mal zurück auf 65 Millionen Jahre. Also Großmutter, die wieder Großmutter, meine Großmutter, meine vorherige, deren Großmutter. Immer so weiter, ja. Immer weiter zurück. Denn das ist, jetzt sind wir in der Realität, das ist keine Idee, das ist Fakt. Also dann, wenn man glaubt, wenn man eben sagt, okay, die Kreationisten haben nicht recht, sondern Darwin hat recht. Ja. Und das sagt ja auch mittlerweile die Kirche. Ne? Ja. Und wie sahen die wohl aus? Sie können sich ja mal auf dem Bild so ein bisschen schauen. Es ist leider sehr klein. Ja, ziemlich, also auch die Kreatur auf diesem Bild ist sehr klein, aber man kann feststellen, dass es auf jeden Fall immer größer wird. Ja. Nach oben hin, ja. Genau, also das heißt, vor 65 Millionen Jahren, da steht Spitzmaus, also irgendwas Mausartiges, sehr klein, ja. Und auch ein sehr kleines Gehirn und so weiter. Wobei, haben Sie das mal gehört, was beim Gehirn entscheidend ist? Die Größe allein? Nein, Größe bedeutet nicht gleich, größeres Gehirn heißt nicht, dass man dann sehr schlau ist oder ein kleines Gehirn, dass man sehr dumm ist. Genau. Sondern worauf kommt es in Wirklichkeit an? Auf das Verhältnis zwischen Gehirngröße und Körpergröße. Denn natürlich braucht so ein Brontosaurus für seine Sensorik allein schon einen Teil des Gehirns alleine, um bestimmte Empfindungen haben zu können, um sehen zu können, um Hautempfindungen zu haben. Der hat ja eine riesige Hautfläche, die muss ja sensibel sein. Ja. Und je größer der Körper ist, desto größer muss dazu auch das Gehirn sein. Aber natürlich ist es so, dass wenn im Vergleich zur Körpergröße ein Lebewesen ein relativ größeres Gehirn hat im Durchschnitt, dass es dann im Durchschnitt auch cleverer ist. Okay. Also so eine Krähe zum Beispiel ist kein großer Vogel, aber die hat wohl dazu verglichen damit ein relativ großes Gehirn und die kann ganz clever, oder so ein Kea, glaube ich, Kea, K
Kea. Noch nie gehört. Neuseeland, ja, so Keas, die können schon richtig, sind schon richtig clever, weil die im Verhältnis zur Körpergröße ein erstaunlich großes Gehirn haben. Mhm. Ja, und so sind wir dann, ich mach's ganz kurz, wir sind ja dann auf die Bäume. Die Mäuse sind ja nicht gerade geeignet für Bäume. Ja, zum Beispiel dann entwickelte sich vielleicht so ein Greifschwanz, damit die auch nicht runterfallen von den Bäumen. Warum sind die überhaupt auf die Bäume? Ich weiß nicht, ich denke für Nahrung, oder? Ja, natürlich. Da waren die leckeren Sachen oben. Ja. Früchte und Blätter, ne? Leckere Nahrung und so weiter. Ja. Und hier geht es immer weiter. Dann die Hände, die Füße und Pfoten werden so Zwischendinger, die kann man als Hand benutzen, aber auch zum Laufen, ja, so Zwischendinger. Also können beides so ein bisschen. Ja. Und dann sehen Sie hier zum Beispiel, hier sehen Sie Schimpansen und hier Gorillas zum Beispiel und hier die Menschenartigen sozusagen. Ja, und ja, das sind wir. Also quasi, irgendwann sind wir von den Bäumen gegangen, runtergegangen, haben uns dem Futter in der Savanne zugewandt. Genau. Dafür war es dann blöd, 4 Greifhände zu haben. Da war es dann besser, 2 Füße zum Laufen zu haben und 2 lange Beine, die sich dann langsam entwickelten, zum Schnelllaufen zu haben. Und Hände, mit denen man nicht mehr läuft, sondern nur noch manipuliert, also nur noch was macht. Ja, alles ganz logisch, ja. So, jetzt gehen wir mal so vor 4 Millionen Jahren, das wissen Sie wahrscheinlich nicht. Weißt du, haben Sie so überhaupt schon mal was gehört, wie so unsere Urgroßmütter genannt werden, so vor 4 Millionen Jahren zum Beispiel? Nein. Wie man? So weit zurück reicht es nicht. Ja, ich guck mal, vielleicht haben Sie es doch mal gehört. Australopithecus oder Australopithecinen? Noch nicht gehört, nein. Das sind quasi so die vor den, bevor man auf den Begriff Homo, Mensch, übergeht, lateinisch. Vor 4 Millionen Jahren, zu Zeiten der Australopithecinen, wie sahen wir da aus? Jetzt könnte man noch ein Bild sich anschauen, aber das haben wir jetzt gerade nicht. Der Gorilla. Haben Sie mal einen Gorilla im Zoo gesehen? Natürlich. Oder als Bild? Ja. Ja, was hat der denn so für Zähne und für einen Körperbau und was haben die Frauen für einen Körperbau? Ich würde sagen, das ist sehr nah angelegt an den Menschen schon fast. Also der Affe ist dem Menschen sehr ähnlich in seinen Eigenschaften. Er hat aber noch, er hat so eine Art Füße. Mit denen er trotzdem greifen kann. Ja, ja. Und da ist auch die Rollenverteilung gleich, so ungefähr wie es dann mal war, mit Mutter zieht die Kinder auf, der Vater holt sich die Beute ran. Wie leben zum Beispiel konkret die Gorillas? Ich helfe Ihnen mal ein bisschen. Also die Eckzähne haben Sie aber schon mal gesehen, wenn er das Maul aufreißt. Ja, natürlich. Riesige Waffen, ne? Ja. Der ist ein Waffenträger. Mhm. Und das ist, laut Professor Friedemann Schrenk, so spätestens vor 4 Millionen Jahren hat ihre Urgroßmutter, ihr Urgroßvater diese Waffen verloren, so nach und nach. Mutation, ja. Selektion, ganz allmählich. Das sind ja riesige Zeiträume, 4 Millionen Jahre. Ja, wir denken in Tausenden, ne? Oder Jahrhunderten oder Jahrzehnten, ne? Aber nicht in Millionen Jahren. Das hatte ewig Zeit. Und wozu braucht der Gorilla, also wie lebt der denn eigentlich? Also der Gorilla ist ein typischer Haremshalter. Der lebt tatsächlich, der hat ein Mann, mehrere Frauen. Manchmal 2 Männer, mehrere Frauen, ist es aber dann nicht so, weil der Gorilla will eigentlich eher alleine der Mann sein. Ja. So, ja? Und wozu braucht er wohl seine Eckzähne? Übrigens, die Frauen haben kleinere Eckzähne. Ja? Also, zum Jagen, denke ich mal. Ja, denkt man so, gell? Zum Verteidigen. Ja, was meinen Sie, wann der Gorilla zum letzten Mal auf die Jagd gegangen ist? Das kann ich Ihnen nicht sagen. Haben Sie so einen Gorilla mal gesehen, so im Gorillas im Nebel und so weiter? Die sitzen da rum, klettern ganz selten mal auf Bäume und fressen Blätter. Aha, ja. Also nichts Raub, also quasi... Raubtier muss ganz lange her gewesen sein. Ja? Ach so, ja, dass gut, die stimmt. Sich so verhalten haben wie jetzt vielleicht irgendwie ein Löwe oder so. Ne?
Wenn, dann ist das ewig lange her. Ja, also soweit klar. Ja. Wozu dienen dann wohl die Zähne? Ich denke nicht mehr zum Jagen, sondern einfach zum Essen. Blätter? Kauen, essen. Mit solchen Hauern? Nein, 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 also, ach so, die riesen Eckzähne, da waren wir. Ich dachte jetzt bei der Rückbildung. Nee, nee. Ich weiß es gar nicht. Könnte ich Ihnen jetzt nicht so direkt sagen. Genau, und das ist wichtig. Deswegen ist auch wichtig, dass wir darüber nachdenken. Ja. Das ist eine der wichtigsten Entdeckungen der Biologie und der Paläoanthropologie. Zum Rivalenkampf, um andere Männer aggressiv zu vertreiben. Ja, das ist, was ich meine mit Verteidigung. Ja. Ah ja, ja. Der Gorilla droht nicht nur mit Klopfen auf die Brust. Und ich weiß gar nicht, ob die Gorillas, also ich glaube, an Gorillas wagt sich normalerweise, ich wüsste nicht, welches Raubtier sich bei denen überhaupt an die Gruppe überhaupt jemals rantrauen würde. Ich habe das noch nie gehört, dass ein Gorilla auch die Gruppe verteidigen müsste, theoretisch. Aber er will die Frauen verteidigen, weil er der Vater aller Kinder sein will. Mhm. Genau. Und das nennt man Rivalenkampf. Hirschgeweih. Die Frauen haben kein großes Hirschgeweih. Die Männer tragen ein riesiges Hirschgeweih, um Rivalenkämpfe damit auszutragen. So nach dem Motto, wer ist der Stärkere und wer kriegt den Zugang zu den Frauen. Mhm. Und wenn die Zähne verschwinden, das bedeutet, es gibt jetzt die Möglichkeit, es könnte jetzt sein, dass die Menschen übergegangen sind auf waffenmäßigen Rivalenkampf. Mhm. Nur, wir wissen, dass vor 4 Millionen Jahren mit Waffen noch nichts los war. Nicht so, nein. Das war zu früh. Ja? Ja. Also, wenn dann die Zähne zurückgehen, dann bedeutet das, dass sich die Lebensweise völlig verändert haben muss. Nämlich von Rivalenkampf zu friedlichem Leben. Mhm. Friedlichem Gruppenleben. Jetzt sind wir bei dem Wort Urkommunismus, könnte man sagen. Aber in ganz primitiver Form. Noch lange nicht hochentwickelt, sondern ganz einfach. Es muss aber da schon etwas liebevoller und friedlicher und so weiter zugegangen sind. Denn haben Sie mal gesehen, wie es zugeht, wenn zwei Nilpferdbullen aufeinander losgehen? Na ja, nicht sehr friedlich, oder? Im Fernsehen sieht man dann öfters, wie die Babys unter Wasser gedrückt werden und getötet werden, nur weil die zwei Bullen sich natürlich darum kämpfen, wer ist der Stärkere. Und wer kriegt den Zugang zu den Frauen? Ja? Mhm. Und da gehen die dann auch über Leichen und dabei werden sogar eigene Kinder manchmal getötet. Ne? Ja, sieht man ja auch beim Beispiel mit den Löwen zum Beispiel. Wenn die Löwen, Männer, die wollen ja auch teilweise ihre Kleinen fressen. Nicht ihre Kleinen, sondern die der Vorgänger. Oder so, ja, irgendwie so, genau. Die ein, zwei Löwenmännchen erobern ein Revier, vertreiben die vorherigen Männer. Genau. Und töten dann als erstes zum Beispiel die Babys, weil sie ja irgendwo, als ob sie wüssten, die haben halt das genetische Programm, einfach die Babys zu töten, als ob sie wüssten, dass sie ja damit Konkurrenten ihre eigenen Kinder töten. Und die Frauen, die Mütter fordern dann die Mörder ihrer Babys zum Sex auf. Warum? Weil die Frauen die Logik haben, als ob sie die Logik hätten, ist es bei ihnen genetisch verankert, dass sie das nicht übel nehmen, sondern es ist, als ob sie die Logik hätten, nur wenn ich jetzt ganz schnell mit den neuen Herrschern, mit den neuen Herren, die ja nicht Herren sind, die spielen ja ganz liebevoll später mit den Kindern, sind also ganz zugänglich und sanft und behutsam. Die sind ja nur aggressiv gegenüber anderen Löwenmännern. Ja. Ansonsten ist das immer das Kennzeichen, immer dieses liebevolle Gruppenleben, auch bei Löwen. Ja? Mhm. Und da sehen Sie dann, dass die Frauen also, als ob sie kalkulieren würden, nur wenn ich schnell genug schwanger werde und neue Kinder habe, können mich diese Männer beschützen und die Babys beschützen, bis die aus dem Gröbsten raus sind, bis die groß genug sind, dass sie nicht mehr gefressen werden und getötet werden. Das heißt, die haben dann eine gewisse Zeit und dann irgendwann werden diese Männer älter und schwächer
und dann kommen die nächsten Löwen und die töten dann wieder die Babys, aber bis dahin sind schon viele Kinder wieder groß geworden und die überleben dann. Mhm. Und so kalkulieren quasi, als ob sie das genetische Programm sozusagen, das Verhaltensprogramm der Löwinnen ist genau so, dass sie deswegen die Mörder ihrer Babys zum Sex auffordern. Ja, weil das ist ihre Lebensweise. Das gehört halt dazu. Ne? Darauf passen die sich an. Da gibt es also keine moralischen Überlegungen und nichts. Ne? Mhm. Das ist einfach Leben. Ne? Ja, und das bedeutet jetzt sozusagen, wir fassen, ich gehe jetzt nochmal auf das Bild. Ja, dann. Ja. Ja, also, aber jetzt haben Sie gesehen, also der Löwe, der Löwenmann, bei dem ist es sicherlich so, dass seine Eckzähne einerseits der Jagd dienen, denn manchmal beteiligen sich ja auch die Löwenmänner an der Jagd oder wenn sie jung sind, müssen sie auch selber jagen und sich oft selbst ernähren. Ja. Aber die Zähne sind eben bei Männern besonders groß, auch für den Rivalenkampf. Ne? Mhm. Und der Gorilla, der ja gar nicht mehr jagt, warum behält er seine großen Zähne? Weil er die für den Rivalenkampf in Reserve hält. Ja. So nach dem Motto, ich reiß dir deine Halsschlagader auf, wenn du nicht verschwindest. Ja? Und das ist Rivalenkampf. Und wenn diese Zähne verschwinden, dann bedeutet das ganz viel. Das bedeutet nämlich, dass wir keine Haremslebensweise mehr haben mit einem Pascha sozusagen, sondern plötzlich eine sanfte, vielleicht sogar eine matriarchal anmutende. Haben Sie schon mal gehört, Patriarchat? Was? Patriarchat? Matriarchat schon mal gehört? Nein. Da sprechen die Fridays for Future auch drüber zum Beispiel öfters. Patriarchat heißt quasi Herrschaft der Väter. Oder, Pater. Der Vater. Der Vater, heiliger Vater oder was. Mhm. Ja. Und Matriarchat eher Mutter. Ja, mütterlich. Und zum Beispiel bei den Bonobos haben wir eher, Professor Franz de Waal sagt, dort haben wir eher eigentlich so eine eher Make Love, Not War, Hippie-Kommune, matriarchale Art, so matriarchale Hippie-Affen und so weiter. Und da geht es schon ziemlich liebevoll und friedlich zu, obwohl die ja noch sehr primitiv sind. Da kommen wir mal, die leben also auch in so einer Art Urkommunismus, aber sehr einfach und sicherlich überhaupt noch nicht hochentwickelt. Das ist noch kein richtig guter, echter, demokratischer Urkommunismus. Aber es ist schon sehr sanft und sehr liebevoll und sehr behutsam. Ja? So, und dann, jetzt gucken wir uns mal an, hier sieht man es, leider ist es nicht sehr groß, aber hier sehen Sie Australopithecus afarensis zum Beispiel, also Australopithecin, ja, Gehirn, also auch bei Bonobos auch so eher durchschnittlich unterm halben Liter. Jetzt rede ich gerade von Durchschnitt. Sagt Ihnen das was? Durchschnitt. Wie ist es denn mit der Körpergröße? Haben Sie das schon mal gesehen hier? Ich zeige gerade ein Bild einer sogenannten Gaußschen Normalverteilung. Schon mal in der Schule gehabt? Mathematik oder so? Leider noch nicht, aber es sieht spannend aus. Ja, ist eine der wichtigsten Sachen der Wissenschaft, dass wir wissen, warum gibt es hier in Deutschland manche Menschen, die als Erwachsene 1,50 groß sind, 1,40 groß sind und manche, die Basketballer so 2,30. Warum ist das so? Genetik. Ja. Und warum ist das so? Also ich denke, dann ist das, wenn einer 1,50 groß ist, dann ist das vielleicht ein Fall von, der Vater war klein, der Opa war klein. Oder. Und dann vielleicht noch eine Mutation dazu oder irgendein Crossing-Over oder irgendwas anderes, was passiert ist, das zufällig dazu führt, dass er vielleicht noch kleiner geworden ist. Ja? Ja. Könnte auch ernährungsbedingt sein, könnte ja auch Hormone in der Schwangerschaft, Stoffe in der Schwangerschaft, Zigaretten rauchen in der Schwangerschaft, Alkohol in der Schwangerschaft, Drogen in der Schwangerschaft, kann ja auch dann zum kleineren Wuchs vielleicht mit beitragen. Ja. Ja? Und Körpergröße zum Beispiel, der Verdacht besteht, dass Milchprodukte dazu führen, dass die Menschen größer werden, also eher so wie Kühe werden, also groß und massig. Ja? Mhm. Also das könnte mit beeinflussen, aber der größte Teil wird garantiert Gene sein. Ja. Aber warum produziert die Natur denn solche Unterschiede? Ich denke, das ist... Wieso ist Leben ein sogenannter Unterschiedsgenerator? Vielleicht haben die Vorfahren von diesen Menschen auch unterschiedliche Sachen ausgeführt oder sind... Ich kann es nicht genau erklären, aber da gibt es bestimmt einen Grund für, oder? Denken Sie mal an die Vorläufer der Giraffe. Wie müssen die Vorläufer der Giraffe ausgesehen haben? Klein.
Vor 65 Millionen Jahren, wie sahen da die Vorläufer auch der Giraffen aus? Ich denke, so klein wie eine Maus. Ja, genau. Das waren nämlich die gleichen Vorfahren. Aber ja? Sie versuchten dann immer höher zu kommen, um an die guten Sachen zu kommen, ohne zu klettern. Ja. Und ich denke, dadurch haben die lange Hälse bekommen. Ja, aber wie ist das genau passiert? Ja, durch diese, vielleicht das dieses... Das genetische Material, das Genom als Ungleichheitsgenerator, erzeugt ständig kleine Unterschiede. Und die, die zufällig einen längeren Hals hatten, überlebten, konnten mehr Kinder, mehr Enkelkinder ernähren insgesamt oder überhaupt, weil sie an Blätter rankamen, wo kein anderer rankam. Ja, genau. Außer die Elefanten. Warum kommen die da dran, auch manchmal dran? Rüssel, würde ich jetzt behaupten. Ja, der Rüssel ist eine Hand. Ja. Und mit dieser Hand können sie Bäume umdrücken und dadurch an die hohen Blätter kommen. Also, oder so, ja. Mit einer Hand quasi, mit ihrer einzigen richtig guten Hand, nämlich ihrer Rüsselhand. Ne? Mhm. Ja, da sind wir wieder bei Menschenähnlichkeit. Und deswegen haben die auch relativ größere Gehirne, weil die mit der Hand wieder was machen können und dafür lohnt sich ein größeres Gehirn. Ja. Während für die Giraffe lohnt sich das größere Gehirn nicht, die hat nämlich Hufe. Und mit Hufen können sie nichts manipulieren. Ne? Mhm. Und die, bei denen ist also quasi die, so die Kinder, die zufällig die Gene hatten für einen längeren Hals, dort können wir so Giftstoffe und alles ausschließen, das gab es damals nicht. Da müssen wir auch wieder hin in eine super saubere Umwelt, wo wir nicht alle durch Gifte und Chemikalien vergiftet werden und man beschädigt werden oder durch Milchprodukte, die gar keine, das ist ja keine Menschenmilch, ne? Das sind ja alles keine passenden Sachen. Ja? Ja. Also dadurch hat dann die Giraffen haben zufällig überlebt und das ist der Unterschiedlichkeitsgenerator. Und deswegen ist fast alles in der Natur. Es gibt wenige ganz kleine Menschen, läuft, ja. Wenige ganz kleine Menschen und ganz wenige ganz große Menschen und die Masse liegt immer so in der Mitte, ne, so ungefähr. Ne? Mhm. Wir sind alle so durchschnittlich groß. Ich gehöre schon zu den etwas längeren, aber so. Und so ist es aber auch mit allem, auch die Gehirne. Ja? Das heißt auch, es gibt, haben Sie eine Schätzung, wie groß im Durchschnitt unsere Gehirne jetzt gerade sind, im Durchschnitt? Jetzt in Litern? Ja, Liter Hubraum. So, ich spreche immer von Motoren. Okay. Leistung von Gehirnmotoren. Ich denke, ein Liter bestimmt. Bestimmt. Anderthalb? Ja, irgendwo dazwischen. 1,35 Liter Hubraum im Moment. Hubraum, ja. Mhm. Und was meinen Sie, was Erwachsene, also wenn Sie einen Erwachsenen sich vorstellen... natürlich hängt jetzt die Gehirngröße auch damit ab. Jemand mit 1,50 Meter wird ja ein etwas kleineres Gehirn von Natur aus haben als der mit 2,20 Meter. Ja. Ja? Einfach für die Innovation und die Sensorik und alles. Ja. Und was meinen Sie, wie groß die Gehirne? Ich kann es Ihnen jetzt nicht beweisen. Ich habe nur Zahlen gefunden hier im Internet. Was schätzen Sie, wie schwankt die? Also was haben die kleinsten Gehirne und wie viel die größten? Wie viel Liter? Ja. Also, ich würde sagen, das variiert so bei kleinen Menschen 1 Liter, bei großen 1,5. Bei sehr großen. Also, es schwankt so zwischen 900 Kubik Motor und circa 2 Liter Hubraum. Ja? Aha. Also doch sehr breit, gell? Das denkt man gar nicht. Nein. Also und warum erzeugt denn die Natur so eine Ungleichheit, wo doch manche, die zum Beispiel die damals diese schrecklichen, tyrannischen Pseudokommunismusformen aufgebaut haben, die wollten ja eigentlich immer, die haben immer ja geredet irgendwie von absoluter Gleichheit und so weiter und so weiter und haben damit nicht nur gemeint, die Rechte der Menschen, dass die gleich sein sollten, sondern auch irgendwie so den Gedanken aufgebracht, als wäre er alles gleich in der Welt. Und wenn man solche falschen Gedanken hat, dann kommt man mit der Welt nicht zurecht, weil Unterschiedlichkeit ist das Wesen der Welt. Ne? So ist es. Das ist die Vielfalt, ja. Individualität, ja. Ja, also absolut. Alles ist unterschiedlich und es ist wieder wie bei der Giraffe. Es wird zufällig erzeugt das Genom. Die Genome sind also ein Ungleichheitsgenerator, damit immer, so wie bei der Giraffe, dann im Zweifelsfall eine neue Variante
da ist, die dann vielleicht zufällig besser in die veränderten Umweltbedingungen passt. Ja. Ja? Und sich so, zum Beispiel jetzt, Grizzly und Eisbär. Mhm. Ja? Ohne dass es bei den Grizzlies Tendenzen zu einem helleren Fell gegeben hätte. Übrigens ist das auch bei dem natürlich auch eine Tarnfarbe, aber die dann sind beim Eisbär zum Beispiel, die sind die Haare Sonnenlicht-Leitstrahlen, die zur Erwärmung des Körpers führen. Mhm. Also raffiniert sind. Also, ja, und ohne dass es ständig Mutationen gäbe und neue genetische Dinge, hätte es die Anpassung Richtung Eisbär nie geben können. Denn ich denke, alle Bayern vorher waren braun, ne? Tendenziell braun. Ja, und das bedeutet also das mit der Verschiedenartigkeit. Ja? Also, wir gehen wieder zurück zu den Gehirnen hier und zeigen die Gehirne nochmal. Also, es geht los ungefähr mit Bonobos und Schimpansen mit etwas und Gorillas etwas unterm halben Liter. Übrigens ein Zeichen, dass der Gorilla etwas dümmer sein müsste als die Bonobos und Schimpansen, weil er hat mehr Körpermasse, besonders die Männer. Auch die Frauen sind natürlich deutlich kleiner. Übrigens auch ein Merkmal, immer wenn Rivalenkampf ist, sind die Männer meistens größer und die Frauen kleiner. Und bei uns sind die ja fast gleich groß, nicht ganz. Also bei uns gibt es schon noch Unterschiede. Ja, ja? Aber die sind dann vielleicht irgendwie ein Überbleibsel aus bestimmten Evolutionskräften, denn es ist ja bei uns immerhin so, zum Beispiel sowas wie Gruppenverteidigung gegen Raubtiere, da ist dann ist ja gar nicht schlecht, wenn die Männer ein bisschen mehr Muskeln haben. Ja. So, und dann sehen Sie hier Homo habilis, da nähern wir uns dann wahrscheinlich, sind wir schon hier so 700 Milliliter Volumen Hubraum, ja? Ja. Und Homo habilis, also so heute 2,5 Millionen Jahre. Okay. Da ist der Beginn der Technik. Da geht's los mit Stein, schon mal gehört? Steinwerkzeuge? Ja, klar. Steinhämmer, Steinmesser? Genau, Beil, alles Mögliche, ja. Ja, später dann Beil wahrscheinlich, da müssen sie ja noch binden. Ne? Ja, so, aber, ja, klar. Aber erstmal Hand, Faustkeile. Klar, wenn man das aus Geschichte mit kennt. Zum Schneiden und zum Hämmern, ne? Mhm. Und jetzt könnte man sagen, jetzt beginnt's mit den Waffen. Aber die Zähne sind ja schon viel früher verschwunden. Wir wissen also, dass wir eine andere Lebensform hatten, wahrscheinlich eine urkommunistische Lebensform hatten. Ja, wenn man das mal ganz als Naturwissenschaftlicher sagen kann, man kann es jedenfalls nicht ausschließen von den Daten her. Okay. Und Homo erectus siedeln wir heute bei ungefähr 2 Millionen Jahren an. Da sind wir so ungefähr 900 Milliliter bis 1100 vielleicht, so 1900, ja. Und Homo sapiens, dann, ja, da stimmt was nicht. Wenn die Forscher recht haben, die berichten, dass wir also zwischendurch mal 1,5 Liter Motor hatten und dass dann aber mittlerweile in den letzten 40.000 Jahren wir auf 1350 Milliliter wieder runtergeschrumpft sind. Das heißt, die Menschheit ist dümmer geworden. Das ist natürlich erschreckend, ja, denn wir brauchen doch zur Lösung der Probleme, eigentlich müssen wir doch clever und fit sein. Ja, richtig. Trotzdem haben wir es geschafft, und da jetzt kommen wir zum Kapitalismus oder der sozialen Marktwirtschaft auch, wir haben es geschafft, dass die Kapitalismus und die soziale Marktwirtschaft sind so zerstörerisch, dass sie sogar die Gehirnevolution rückwärts gewandelt haben, also Richtung Dummheit. Ich glaube, das im Zusammenhang steht, ist das bewiesen? Also sagen wir mal so, wenn diese Forscher recht haben, die das behaupten, ja, und dass wir 1350 Milliliter ungefähr haben, ist ja bewiesen. Und dass der zum Beispiel der Neandertaler schon, dass der 1500 hatte, gilt wohl auch als völlig bewiesen. Ja? Und dass wir damals zwischendurch auch die 1500 Milliliter des Neandertalers hatten, ist höchstwahrscheinlich. Ja? Aber da muss man sich vielleicht auch noch die Frage stellen, ab wann gab es den Kapitalismus eigentlich? Ja, da kommen wir jetzt ja hin. Jetzt sind wir fast schon am Ziel. Ja? Also wir nähern uns jetzt ja in Riesenschritten. Da müsste man nämlich dann schauen, wenn der Kapitalismus jetzt über, keine Ahnung, 200, 300 Jahre geht, dann könnte vielleicht so eine so etwas gar nicht stattgefunden haben. Das müsste man dann schauen über den Zeitraum. Es muss über lange Zeiträume gegangen sein. Ich habe ja eben erwähnt, zum Beispiel 40.000 Jahre, seitdem ein
Rückgang der Gehirngröße. Ja? Mhm. Das sind immerhin 40.000 Jahre. Aber wir haben ja vorhin gesagt, bei dem Birkenspänner, innerhalb weniger Jahre hat sich die Braunfärbung der Bäume zu Selektionsprozessen geführt. Also Evolution kann auch unheimlich schnell geschehen. Ja. Weil ja immer diese Unterschiedlichkeitsgeneratoren da sind und ständig Unterschiedlichkeiten produziert werden und dann manche aussterben. Und das kann auch wahnsinnig. Denken Sie an einen Hund. Sie können innerhalb weniger Jahrzehnte eine völlig neue Hunderasse züchten. Ja. Ja, wenn die Selektionsbedingungen, und Sie sind ja dann als Züchter der Selektor, also der Selektierende, ja? Ja. Das geht rasend schnell. Also das heißt, Sie brauchen nicht ewige Zeiten für Entwicklung, nur wir hatten viel Zeit. Ja? Mhm. Und jetzt, dann, genau, jetzt ist der Punkt. Was ist vor 400.000 Jahren passiert? Das können Sie nicht wissen, aber vermuten Sie mal. Haben Sie schon mal ein Bonobo gesehen mit einem Bauchladen? Nein. Oder ein Gorilla? Einen Bauchladen. Haben Sie schon mal einen Gorilla gesehen, der von Gruppe zu Gruppe zieht und sagt, hey, ich bin hier, ich bin da mit den neuesten Produkten? Nein, habe ich nicht. Haben Sie irgendwo im Tierreich sowas schon mal gesehen? Nein, da ging nur fressen oder gefressen werden. Ja. Und möglicherweise bei einer Symbiose, so, ja, dann, so, dann haben beide was davon, ja, und so, so eine Art kleine kooperative Situation, Symbiose, Kooperation, mhm. Ja. Aber niemand läuft da rum im Bauchladen und liefert Produkte und so weiter. Vielleicht fehlten Ihnen dafür noch die kognitiven Fähigkeiten. Ja. Und wie nennen wir das? Dass Ihnen das fehlende... Ja, wenn ein Mensch einem anderen was gibt und er gibt ihm wieder was zurück. Handel. Tausch erstmal. Tausch. Ja. Genau. Und der Professor Friedemann Schrenk, da gibt es so eine Sendung, die ersten Menschen, ZDF, mhm. Terra X, ZDF, ja. Die ersten Menschen 1 und 2. Und wenn man da eine Zeitskala drunter legt, also ich kann das natürlich machen, weil ich ungefähr weiß, wann was irgendwo war. Und wenn man eine Zeitskala legt, dann wird da quasi behauptet, dass zu Zeiten des späten Homo erectus vor circa 400.000 Jahren wohl der Tausch erfunden worden sein muss. Aha. Und auch das Märchen erzählen und Geschichten erzählen. Also das Gehirn muss da eine Größe erreicht haben, die für so komplexe Operationen fähig war. Mhm. Und sogar für das Erzählen von Geschichten und Berichten und Nachrichten heute, Fernsehen, ja, Nachrichten, Geschichten erzählen, ja, mhm. Das muss möglich gewesen sein. Ist es denn eigentlich nachgewiesen, dass, wir gehen jetzt mal davon aus, zwei Männer, gleich groß, gleich stark, gleich schön, der eine hat ein Gehirnvolumen von 1500 Liter, der andere von, sage ich mal, 1300. Kubikzentimeter, genau, richtig. Ja, mhm. Genau. Und ist es da bewiesen, dass der mit 1500 Kubikzentimeter der intelligentere von beiden ist? Ja. Trotz gleicher Größe? Und weil, das hat Darwin bewiesen. Aha. Ja, weil Darwin hat ja bewiesen, dass alle Merkmale ständig unter einem gewissen Selektionsdruck stehen. Mhm. Stellen Sie sich vor, ich weiß nicht, ob Sie wissen, dass die Australopithecinen, also Ihre Urgroßmutter vor 4 Millionen, 3 ja. Millionen, 2,8 Millionen Jahren, dass ihre damaligen Urgroßmütter und Urgroßväter flüchten mussten, zum Beispiel vor dem berühmten Säbelzahntiger oder so ähnlichen Raubtieren. Ja? Mhm. Schon mal gehört? Nein. Ja, Säbelzahntiger, das ist der mit dem riesigen Zähnen. Schon mal gehört? Ach so, stopp. Ja, natürlich, Säbelzahntiger kenne ich. Da mussten dann ja dann unsere vor 2,8, ne, wie Sie bereits sagten, bis 4 Millionen Jahre mussten die dann alle flüchten. Unsere Urgroßeltern. Genau. Und jetzt stellen Sie sich mal vor, da hätte jemand einen großen Kopf, ein riesiges Gehirn, das aber keine Leistung bringt. Mhm. Wie ist seine Fluchtgeschwindigkeit mit jemandem, der ein ganz kleines Gehirn hat, das aber Top-Leistung bringt, so als Rechner sozusagen, ja? Wie ist die Fluchtgeschwindigkeit der beiden vor dem Raubtier? Nehmen wir mal an, die ganze Gruppe rennt weg, flüchtet Richtung Bäume mhm. und muss ja dann auch auf die Bäume hoch und so weiter und so weiter. Also stellen Sie sich vor, der eine hat
das waren jetzt nur 200 Gramm Unterschied, aber stellen Sie sich vor, das wäre jetzt mal ein Kilo Unterschied. Ne? Der eine hat 2 Liter Gehirn, der andere hat 1 Liter Gehirn. Ne? Mhm. Und wer von den beiden flüchtet schneller? Der mit dem kleineren Gehirn, würde ich jetzt mal sagen. Und wer wird gefressen? Der mit dem großen Gehirn. Dadurch sterben alle, die was irgendwas ein Organ haben, das zu groß ist und zu schwer ist, aber nichts leistet, sterben aus. Denn die, wo das Gehirn klein ist, aber leistungsfähig, sozusagen, die sind ja dann so clever, dass sie raffiniert flüchten können vor dem Raubtier und dann ganz schnell irgendwo hochklettern können und so weiter. Und das erfordert ja auch eine gewisse Intelligenz und so weiter. Und das heißt also, Darwin hat bewiesen, dass unter normalen Naturbedingungen alles, was zu groß und schwer ist und nichts leistet, immer weggefressen wurde. Dadurch bleibt übrig, dass immer eigentlich alle Gehirne eine hohe Leistungsfähigkeit haben sollte. Und wenn eines ein bisschen größer ist, dann hat es auch die gleiche grundsätzliche Leistungsfähigkeit, ist aber wegen der Größe dann eben nochmal zusätzlich leistungsfähig. Ja? Weil nämlich alles weggefressen wird. Und wir waren ja, also wenn wir mal bedenken, vor 10.000 Jahren oder so, wir sind ja, haben ja in der Natur gelebt und alles. Stellen Sie sich vor, Sie hätten am Rücken jetzt so einen riesen Buckel wie die Kamele, so einen riesen Fettgeschwulst oder sowas. Und die wäre zu nichts gut. Die hätte keinen Vorteil. Werde ich mich ärgern. Nee, aber könnten Sie damit viele Kinder hinterlassen, wenn die anderen Menschen sozusagen, die dieses Päckchen am Rücken nicht tragen müssen, für die fällt doch alles leichter. Natürlich. Die kommen doch leichter an Nahrung ran, können mehr Kinder ernähren, sozusagen. Also das heißt, die Natur nimmt alles weg, was keine gute Leistungsbilanz hat. Das stirbt aus und übrig bleiben die eine gute Leistungsbilanz haben. Also wissen wir... Wie heute eine Leistungsgesellschaft dann schon immer gewesen, oder? Ja, also auf jeden Fall wissen wir, dass im Durchschnitt, also wenn ein Gehirn 1600 Milliliter hat bei gleicher Körpergröße und Masse, dass das höchstwahrscheinlich deutlich leistungsfähiger ist als ein anderes mit 1300 Milliliter. Aha. Und das sich deswegen auch erklärt, warum die Forscher sagen, dass zum Beispiel zwischen 50, da streiten sie sich ja alle, aber realistisch ist wahrscheinlich 80%, zwischen 50 und 80% der Unterschiede in der Intelligenz der Menschen und der Klugheit der Menschen auf genetische Faktoren zurückgeht, nämlich auf diese Ungleichheitsgeneratoren, das Genom, also das Genom das als Ungleichheitsgenerator. Leuchtet das ein? Ja, schon. Ich finde das gut beschrieben, auf jeden Fall. Ja, ja. Wenn man sich da mal so intensiv mit auseinandersetzt, ist das wirklich sehr spannend. Dazu sind wir jetzt hier, dass Sie ja mal mitkriegen, so wie die zweiten Scientists for Future 2 denken. Denn wir müssen, wenn wir jetzt die bessere Welt machen wollen und einen echten demokratischen Kommunismus, dürfen wir ja nicht träumen, sondern wir müssen uns an die Fakten halten. Ja, und Sie packen das quasi ganz am Anfang an und das finde ich interessant. Das ist das, so denken Wissenschaftler. Einen guten Wissenschaftler erkennen Sie immer, dass er an die Ursache und an den Entstehungspunkt einer Sache ran will. Weil er muss ja verstehen, was da passiert ist. Und jetzt gehen wir mal in Riesenschritten weiter. Also vor 400.000 Jahren, wir haben eben gesagt, erfunden wurde Tausch. Ja. Und wir wissen jetzt, Daten, Professor Friedemann Schrenk wieder, vor 140.000 Jahren gibt es dann schon Beweise für Fernhandel, also für lange Reisen und Produkttransport. Aha. Schon vor 140.000 Jahren. Dann gibt es Leute, die denken, die soziale Marktwirtschaft, der Kapitalismus, der Tauschhandel, das ist ja alles ganz modern. Nein, ist nicht modern, ist uralt. Denn irgendwie, das ist ja bewiesen, dass von der Erfindung des Tausches vor 400.000 Jahren bis zu den Beweisen für den Fernhandel muss ja irgendwann der normale Tauschhandel erfunden worden sein. So ein Händler, der dann vielleicht so mit seinen Produkten getragen, mit Helfern und so weiter, von Gruppe zu Gruppe zieht, von Kommune zu Kommune, von Kommunismus zu Kommunismus zieht. Okay, ja, so kann man es sagen, ja.
So, und jetzt sehen wir, dass also die Bonobos zum Beispiel, obwohl die nur ein unter 500 Milliliter Durchschnittsgehirn Gehirn im Durchschnitt haben, also weniger als eine 500er Honda haben, sozusagen im Durchschnitt, dass die schon so pazifistisch sind, dass die Nachbargruppen nicht mehr töten und überfallen, sondern mit denen eher so liebevolle Besuchspartys feiern. Und sogar Sex haben mit und so. Ja, das ist, da müssen wir jetzt wieder Professor Franz de Waal und Bonobo-Forschung allgemein. Also das heißt, dieses Motto, andere Gruppen totschlagen, ist nichts Natürliches. Sie sehen das bei... Wenn man wieder zurückgeht, natürlich schon. Wenn Sie, genau, vollkommen richtig, sagen Sie es mal, wenn Sie zurückgehen, umso weiter kommen man Sie immer zur Gewalt. Ja. Und nach vorne hin ist es eher so in die Richtung Gespräch suchen. Genau, also nicht in die Richtung draufhauen, sondern reden, kommunizieren. Genau. Wenn Sie, je primitiver ein Lebewesen ist, desto mehr Gewalt finden Sie. Ja? Mhm, ja. Weil das löst seine Konflikte sozusagen mit den Muckis statt dem Hirn. Ja? Und dann evoluiert sich, und bei den Bonobos, bei den Schimpansen zum Beispiel, gibt es noch ganz viel Gewalt. Mhm, weil deren soziale Intelligenz deutlich geringer ist als bei Bonobos. Kennen Sie so Experimente mit Bonobos und Schimpansen über Kooperation und soziale Intelligenz? Schon mal was gehört? Ich habe schon mal was darüber gehört. Wir hatten da einen Vortrag an unserer Schule. Ja, ja. Und die Ergebnisse, da war eine Menge bei rumgekommen. Ich kann jetzt nicht alles im Einzelnen wiedergeben. Auf jeden Fall ist das ein sehr interessantes Thema, was man sich auf jeden Fall macht. Ja, und ich fasse es mal ganz kurz zusammen. Wenn Sie Bonobos Futter hinwerfen und Schimpansen Futter hinwerfen, die Schimpansen neigen eher dazu, sich um das Futter zu kloppen. Die Bonobos nehmen sich in den Arm, geben sich einen Bussi, setzen sich nebeneinander und teilen. Das spricht für eine höhere soziale Intelligenz. Und emotionale Intelligenz. Ja, und denn das ist ja nicht gerade sehr effektiv, dass sich, wenn sich zwei Schimpansen der gleichen Gruppe kloppen. Ist ja für die Gesamtgruppe und für alles, alle beide können verletzt sein und einer geht leer aus und so weiter. Ja, dann sieht man, dass es gibt so Experimente, wo zwei Schimpansen miteinander am gleichen Strang ziehen müssen, um zwei Bananen ranzuziehen. Und dann nimmt sich der Stärkere, nimmt sich beide Bananen, und warum soll der andere danach noch kooperieren, wenn er eh immer alles abgenommen bekommt? Und dadurch kommt es quasi, haben die Gorillas, die Schimpansen, Schwierigkeiten mit Kooperation überhaupt. Die sind also genetisch nicht gut konstruiert für Kooperation und für Soziales. Während bei Bonobos zum Beispiel oder bei Menschenkindern sehen Sie, die kooperieren, sie teilen dann und so weiter. Die teilen das gemeinsame Ergebnis und dann arbeiten die immer wieder zusammen. Und das machen schon relativ junge Kinder. Also das heißt also, wir müssen davon ausgehen, dass dann vor 400.000 Jahren, das also wo das Gehirn wahrscheinlich vielleicht sogar schon an 1,1 Liter im Durchschnitt hatte, dass wir dann noch viel kooperativer und viel sozialer und viel pazifistischer waren als die Bonobos. Und wenn die Bonobos schon nicht mehr ihre Nachbargruppen überfallen, übrigens, wer lebt denn in der Nachbargruppe? Gute Frage an der Stelle. Ja. Ich weiß es gar nicht. Ist es denn so, dass die Gruppen alle immer untereinander Sex haben und wenn dann zwei Kinder geboren werden, haben die dann Sex miteinander und kriegen die nächsten Kinder? Bei uns ist das so, aber bei verschiedene Länder, Menschen natürlich. Also nicht verschiedene, wenn Sie Rassen jetzt natürlich drei Schwestern hätten, dann würden Sie wahrscheinlich nicht mit Ihren Schwestern Ihre Kinder bekommen. Nein, außer ich wäre in Alabama. Nein, Quatsch, natürlich nicht. Nein, auf keinen Fall, nein. Ja. Also das heißt, wir haben eine Tendenz, dass zu viel Inzucht schädlich ist für die Gene irgendwie. Das passt. Da kommt es dann zu, was weiß ich, zwei rezessive, schädliche Allele kommen zusammen und so weiter. Und wir kriegen alle möglichen Probleme. Die sogenannte Inzuchtdepression oder so. Ja? Also genetische Depression, also natürlich. Unterdrücken. Und das bedeutet also, irgendjemand muss ja die Gruppe verlassen. Irgendein Liebespartner muss die Gruppe verlassen. Beim Gorilla, was schätzen Sie? Das ist ja eher patriarchal, gell? Nicht, der Schwächste. Patriarchal. Wer verlässt dann die Gruppe? Eher Jungs oder Mädchen? Wenn der Pascha, Jungs. Eigentlich
der mag ja Jungs nicht, ne? Also, weil der ja immer, für den sind ja die anderen Männer potenzielle Rivalen. Ja. Während im Matriarchat, wenn die Frauen eigentlich eher so nicht gewalttätig sind, aber so die Hosen anhaben sozusagen, wer wird da wohl die Gruppe verlassen? Wahrscheinlich bei der Gruppe eher die eine Frau, ein Weibchen. Schon mal gehört? Mutter-Töchterchen? Nein. Das Wort? Achso, natürlich, klar. Na, haben Sie das wirklich schon gehört? Mutter-Töchterchen oder was haben Sie gehört? Mutter-Söhnchen oder Mutter-Töchterchen? Mutter-Söhnchen, natürlich, ja. Mutter-Töchterchen, nein, das sagt man natürlich nicht so. Das ist so ein Hinweis, das ist natürlich kein Beweis, aber das ist ein Hinweis, dass bei uns die Söhne an der Mutter kleben. Mhm. Und die Töchter schon so ganz früh rausgehen. Sie sehen auch die Mädchen schon immer auf der Suche nach Liebespartnern und so ganz jung oft schon rumlaufen. Ja? Die sind so die wegtendieren, unter natürlichen Bedingungen. Ja? Mhm. Und das ist typisch für wahrscheinlich matriarchale Kommunismusformen sozusagen in der Natur. Ja? Und jetzt gehen wir mal drauf an. Also wir hatten jetzt aber so klar gemacht, gell? Gehirngröße muss ziemlich hoch korrelieren, also Zusammenhang muss ziemlich groß sein. Bei gleicher Körpergröße, gleichem Körpervolumen, größeres Hirnvolumen, wahrscheinlich auch intelligenter und klüger und leistungsfähiger das Gehirn als kleineres Gehirn. Das können Sie akzeptieren. Denn wir müssen ja mit Fakten arbeiten und nicht mit Träumen. Natürlich. Und gerade wenn wir einen Kommunismus aufbauen wollen, da wurde ja viel geträumt manchmal und das führte dann zu Tyranneien und Diktaturen und lauter Millionen von Toten. Ja? Und das wollen wir doch nicht wiederholen, natürlich, solche Träumereien. Ne? Wir müssen das doch mal an den Fakten aufhängen, den Kommunismus. Ne? Exakt. So, und jetzt kommen wir zu dem wichtigsten Bild. Sie sehen es gerade vor sich. Gell? Mhm. Und jetzt stellen Sie sich vor, da ist ein Tauschhändler und der erzählt jetzt die Geschichte. Übrigens, dieser Tauschhändler hat die ersten Steinäxte dabei. Damals konnte man die wahrscheinlich schon längst binden, vor 400.000 Jahren. Ja. Irgendwie da gab es das vielleicht schon differenzierte, aber Speere und Pfeil und Bogen, glaube ich, die kommen erst später. Also da bin ich nicht sicher. Aber, ja, das ist, aber so Steinäxte müssten schon drin gewesen sein. So und jetzt stellen Sie sich vor, der hat in seinem Kopf, das ist jetzt sein Kopf, ja, so Männchen einzeichnen, hat in seinem Kopf Wahrheitsmeme. Und er erzählt die Nachricht, ja, eine kommunistische Kommune hat die andere kommunistische Kommune besucht und das war total liebevoll und herzlich und schmusen bis in die Nacht hinein und so weiter und schmusen und alles, ja. Und man hat bestätigt, man hat ja damit auch seine Enkelkinder besucht, ja, denn... Ja. Dadurch, dass die ja nicht in der gleichen Gruppe sind, sind in den Nachbargruppen typischerweise die Kinder der eigenen Töchter. Ja. Und Enkeltöchter. Mhm. Ja? Also man besucht ja dann quasi seine eigenen Enkeltöchter und die kennt man ja noch. Weil man ja intelligent ist, kennt man die doch noch. Mhm. Man besucht also seine Enkelkinder. Ja. Mit denen hat man dann wahrscheinlich wieder keinen Sex. Mhm. Aber mit den anderen Frauen der Gruppe und so weiter, ja, also so und umgedreht, ja, und so ist ein schöner genetischer Austausch und so weiter, ganz munteres, glückliches Leben, ne? Ja. So, und der erzählt jetzt also die Wahrheit und der andere, jetzt passen Sie auf, das ist jetzt Kapitalismus, soziale Marktwirtschaft, der Kern, ja, der hat in seinem Kopf, der kriegt eine Mutation, denn, wie gesagt, wir haben zwei Unterschiedlichkeitsgeneratoren, das Genom und das Gehirn. Jawohl. Errare humanum est, also Menschen entwickeln ganz verschiedene Ideen, der eine denkt das, der andere denkt das, das ist auch ein Unterschiedlichkeitsgenerator. Und der hat jetzt den Irrtum, der hat Sprachprobleme, der hat die Sprache des Erzählers, der ihm das erzählt hat, nicht richtig verstanden und hat das interpretiert als: Da hat eine Gruppe die andere überfallen, sogar nachts dann, Stichwort Nacht, ja, und so weiter, und dann totgeschlagen. Was passiert jetzt in diesem
Kernzelle des Kapitalismus, der sozialen Marktwirtschaft, in den Köpfen der Zuhörer. Ja, es wird natürlich dann, insofern das geglaubt wird, baut man dazu eine Distanz auf. Glauben Menschen was? Ja? Sind Menschen misstrauisch oder vertrauensselig? Je nachdem, würde ich behaupten. Aber ja, ich würde sagen, dass die, dass ja eigentlich... Wovon leben die ganzen Betrüger? Von Fake News, sozusagen. Und von der Vertrauensseligkeit, die uns offensichtlich sehr drin steckt. Ja? Also wir sind eine unheimlich vertrauensselige Art. Ja? Ja. Weil wir eben aus so liebevollen Beziehungen stammen, wo uns ja auch niemand betrügen konnte. Ja, denn stellen Sie sich vor, ein Mann in der Gruppe hätte Ihnen als Kind giftige Nahrung gezeigt, dann wären ja Sie, sein Kind, ausgestorben und er hätte ja quasi sein eigenes Kind getötet. Mhm. Ja. Also werden die Männer immer Wahrheiten sagen in so einer Kommune im Kommunismus und die Frauen, ihre Mutter, die wird sowieso immer die Wahrheit sagen, denn die wird doch nicht ein Kind in die Welt setzen und es dann töten mit Giftpflanzen. Mhm. Also wird sie immer bei der Wahrheit bleiben. Ja. Und dadurch kommt es zum genetischen Anpassungsprozess, dass wir eine Tendenz haben, unserer Gruppe zu vertrauen, unserer Kommune zu vertrauen, ja, unserem Kommunismus zu vertrauen. Ja? Und deswegen sind wir so anfällig für Betrüger. Mhm. Und deswegen glauben die natürlich jetzt auch die Geschichte von dem angeblichen Überfall, weil wir eine Vertrauenstendenz haben. Leuchtet das ein? Ja. Ja, ja. Ja. So, was geschieht jetzt aber in den Köpfen? Was geschieht hier links? Die Leute kriegen keine Angst, weil der erzählt ja alles super. Sozusagen alles glückliches Ereignis und so weiter. Ja, da passiert gar nichts und es gibt keinen Grund, warum die ihren Konsum und ihr Kaufverhalten, ihre Konsumsucht, warum daraus jetzt eine Konsumsucht entstehen sollte oder Kaufverhalten entstehen sollte oder Kaufsucht entstehen sollte. Gibt es keinen Grund, gell? Ja. Aber was passiert denn rechts? Ja, da wird natürlich dann, insofern vertraut wird, auf die Worte vertraut wird, werden dann natürlich Ängste geschürt. Vertrauen Sie Nachrichten? Manchen Nachrichten aus der Tagesschau? Manchen? Eigentlich Tagesschau halte ich für eine seriöse Quelle. Aber wenn ich jetzt andere Zeitungen, Boulevardpresse, da ist es natürlich immer so, man das weiß es so nicht, gell? Man kann's also bei Fußballergebnissen glauben Sie, vertrauen Sie bestimmt. Ja. Weil das kann man auch leicht nachprüfen, da würde ein Schwindel aufgehen. Ja. Aber bei Nachrichten ist ja auch immer, und wir neigen dazu zu vertrauen. Viele Menschen vertrauen der Tagesschau, sogar blind. Ja, wieso nicht? Also ist ja auch eine, ich würde der Tagesschau jetzt an sich auch so vertrauen, weil es ja eine seriöse Quelle quasi ist. Ja, jetzt müssen wir uns wieder fragen, was ist seriös? Ne? Im Gegensatz zur, ich sage jetzt mal als Beispiel, Bild-Zeitung, ist die Tagesschau eine sehr seriöse Sendung. Ja, weil woher bekommt der Tagesschau-Reporter sein Geld? Durch Informationen, durch Stories, durch Informationen. Von wem bekommt er das? Von Evolutionsprozesse. Von den Leuten, die da im Fokus stehen, Politiker. Der bekommt sein Geld von den Rundfunkgebühren des öffentlich-rechtlichen Rundfunksystems. Ach so, ich dachte jetzt die Informationen und alles. Nein, woher bekommt er sein Geld? Aha. Sein Gehalt? Ja, von dem Rundfunk natürlich. Ja, von Rundfunkgebühren, von den Rundfunkgebühren der Bürger. Ja, von den Zuschauern, genau. Von wem bekommt er noch Geld? Soweit ja gut. Wenn die Bürger das Geld bezahlen, dann ist es doch klar, dass er die Bürger nicht belügt. Ne? Hm? Vielleicht von der Tagesschau selber noch ein Gehalt? Oder gut, das wäre ja darin begriffen. Woher bekommt er noch Geld? Überlegen Sie mal. Ja gut, wenn man jetzt davon ausgeht, dass er korrupt ist. Ich habe es jetzt verraten schon. Werbespots. Aha. Der Reporter jetzt oder von welchem? Ein Rundfunksender wie die ARD, ZDF zum Beispiel, die senden doch ganz viel Werbung. Und wissen Sie, was so ein Werbespot kostet? Was schätzen Sie? Sehr viel Geld, ja. Millionenbereiche, ne? Ja. So ein paar Sekunden kosten wahrscheinlich 1-2 Millionen oder so. Ich weiß es nicht, ja? Ja. Und das heißt, vielleicht was weniger, da gibt es Leute, die wollen zum Beispiel Schokolade verkaufen. Und jetzt wäre es natürlich blöd, wenn der Tagesschau-Sprecher zu viel darüber sprechen würde, über die gesundheitlichen Schädigungen von durch Schokolade. Also ich würde das vielleicht bei einem privaten Sender wie RTL zum Beispiel, da würde ich das
nicht der ausschließen. Der kriegt alles Geld von der Werbung, ne? Ja, natürlich, aber denn bei so einer... Bei RTL gibt es kein Geld aus dem öffentlichen Rundfunkgebühren. Mhm. Ich will damit nur sagen, auch dort gehen wieder Wissenschaftler nachdenklich ran und gucken, wer kriegt sein Geld woher, wer könnte dadurch, welche Evolutionsprozesse könnten sein, welcher stirbt aus und nicht. Nur das am Rande. Mhm. Aber ich würde auch sagen, bei der Tagesschau würde ich eher noch Wahrheiten vermuten als bei RTL oder bei Bild-Zeitung oder so. Ja? Da bin ich mit Ihnen einig, weil da auch ein Teil der Gelder über die Bürger kommt. Mhm. Ja. Und obwohl wahrscheinlich die Summen der Werbegelder den größeren Anteil ausmachen, den Löwenanteil wahrscheinlich ausmachen. Aber bei im Ersten zum Beispiel gibt es ja auch keine Werbung. Im Ersten gibt es keine Werbung? Nee. Ist es nicht mehr so wie früher, dass in den dritten Programmen zwischendurch vor 8 immer zwischendurch Werbung geschaltet wird? Immer so in der Zeit zwischen 18 und 20 Uhr. Also war das jetzt richtig, dass Sie davon ausgehen, dass... die Werbung quasi die Nachrichten manipuliert? Nein, sondern das ist viel differenzierter. Mhm. Dass es zu Evolutionsprozessen kommen kann, dass zum Beispiel ein Fernsehsender, privater jetzt, gehen wir mal an einen privaten Fernsehsender, der regelmäßig rumkritisieren würde in seinem Programm an Schokolade. Mhm. Entweder merken das die Hersteller und schalten die Werbespots nicht mehr und dann kann es sein, dass dieser Sender pleite geht, weil er keine Schokoladenwerbespots mehr von Milka kriegt zum Beispiel oder so, ja? Und es kann, von daher kann es dazu sein, dass dieser Sender, wo die Redaktion sehr schokoladenkritisch denkt, einfach ausstirbt mit dem gesamten Sender. Während es auch sein kann, dass der Journalist sich vielleicht auch denkt, ja hoppla, mein Gehalt kommt zur Hälfte von den Werbe- oder bei im privaten Fernsehsender zu 100% von der Schokoladenfirma und die bezahlen mein Gehalt und jetzt kann ich nicht hingehen und rummäkeln an ihrer Schokolade, dass die nicht gerade gesund ist. Ne? Aber ich behaupte, dass das nicht mehr so lange ein Thema sein wird, weil so langsam auch die jüngere Generation verabschiedet sich so ein wenig von Fernsehen. Ich jetzt auf meine Person bezogen kann und sagen, dass ich eigentlich so gut wie gar kein Fernsehen mehr schaue. Es geht alles rüber zu Streaming-Diensten. Mhm. Genau. Und haben Sie noch nie einen Influencer gesehen, der Ihnen ein Produkt empfohlen hat? Doch, natürlich. Ich kenne da sogar eine. Darf ich die auch mit Namen nennen? Besser nicht. Besser nicht, ne? Okay. Natürlich, die... halten dann was in die Kamera, sind super überzeugt davon. Die Firmen zahlen dafür den Großteil deren Lebensunterhaltes. Ja, das ist wahnsinnig, die Summen, die da gezahlt werden. Jedoch muss man mittlerweile... Also der Kapitalismus findet immer einen Weg, dass am Ende doch wieder die Leute irregeführt werden, um des Profits willen. Das ist im Kapitalismus eigen. Aber mittlerweile muss das ganz klar ausgeschildert sein, dass da gerade Werbung stattfindet. Das ist ja genauso wie in... Filmen, wo man dann zum Beispiel ab und zu mal oben so eine Einblendung sieht, dieser Film wurde durch Produktplatzierungen finanziert. Sagen aber wir schließen das Thema, aber es ist auch gar nicht wichtig. Ich wollte nur damit sagen, dass ich der Tagesschau auch etwas mehr vertrauen würde als vielen anderen Medien, weil da dieser öffentlich-rechtliche Geldanteil eine Rolle spielt und das eine gewisse Teilunabhängigkeit ermöglichen kann. Ja, aber als Wissenschaftler sind wir vor allem vor... Was habe ich vorhin gesagt? Wir glauben erstmal gar nichts. Ja, ja, genau. Ich glaube nichts, ich kaufe nichts, ich glaube nichts. Bis das Gegenteil bewiesen ist. Genau. So ist es ja und deswegen, ich kann ja vieles Sachen gar nicht nachprüfen und ich weiß ja nicht, was dahinter steckt. Ja? Ich weiß nur, wie die Geldflüsse sind. Wie heißt es bei der Kriminalpolizei? Folge dem Geld. Naja. Also wir wollten ja schnell fertig werden hier an dem Punkt. Das heißt aber, was passiert, wenn dann so eine Irrtumsmemutation auftaucht und diese Geschichte von dem liebevollen Besuch irrtümlich als falsche Nachricht, als Fake News kommt? Also als ausversehene Fake News, weil der Mensch das falsch verstanden hat und der dann also von dem gewaltsamen Überfall und dem Totschlagen erzählt, weil er die Sprache nicht richtig verstanden hat. Der hat das alles falsch interpretiert. Und jetzt ist er ein Irrtumsmemträger, ja? Sozusagen, ja. Ja, und was passiert da jetzt, ja?
Also, was passiert in den Köpfen der Zuschauer? Das ist jetzt die Schlüsselfrage zum Verständnis des Kapitalismus. Und es werden Ängste geschürt. Ja. Definitiv. Perfekt. Super, genau. Und was passiert im Kaufverhalten? Was ändert sich im Kaufverhalten? Also hier hatten wir gesagt, die Leute haben keinen Grund, besonders was zu kaufen. Die kaufen nur das Nötigste bei dem Händler. Ja, und der kann jetzt Ängste, ich würde behaupten. Der kann jetzt, ich zeige mal das Bild hier, der kann jetzt also nur ein Kind ernähren und ja, hat nur eine ganz schmale Linie, weil er keinen Riesenprofit macht mit seinem Bauchladen. Ja. Ja? So, was passiert mit dem anderen? Wenn die Leute Ängste bekommen, wie verändert sich ihr Kaufverhalten oder verändert es sich gar nicht? Ich behaupte, bei diesem Beispiel jetzt würde sich es eventuell schon verändern. Ja. Denn der hat ja Steinäxte dabei. Genau. Und dann würden sich die anderen da vielleicht gegen ausrüsten auch. Und sich bewaffnen. Genau. Und eventuell alles Mögliche einkaufen, um sich gegen so einen Angriff zu wehren. Und vielleicht im Kopf sogar schon die Idee mal kreisen lassen, wie wäre es, wenn wir die Nachbargruppen töten, dann können die uns nicht mehr überfallen. Ja. Ja, sehen Sie, was Gefährliches da passieren kann durch einen Irrtum. Mhm. Ja? Und das ist das sind die Zentralirrtümer der sozialen Marktwirtschaft und des Kapitalismus. Und jetzt, was passiert? Gucken Sie mal, das Bild zeige ich Ihnen mal. Also während hier links immer nur ein Kind ernährt werden kann im Prinzip oder durch... Mhm. Da kommt das hier dazu, hier sind schon mal zwei Kinder, weil nämlich die Steinäxte rasenden Absatz finden. Ne? Mhm. Dann erzählt dieses Kind, geht zur Wahrheit zurück und erzählt wieder nur wahre Geschichten, wahre Nachrichten. Und dadurch hat es auch wieder nur ein Nachkommen. Ja? Mhm. Aber dieses Kind hier glaubt strang an dieses Märchen von dem Vater, ja? Und kann drei Kinder ernähren schon. Eins, zwei, drei. Ja? Mhm. Und dann sieht man, aha, und dann die haben dann wieder mehrere Kinder. Und plötzlich haben sie da lauter Händler, die selber oder ihre Märchenerzähler das Märchen von dem angeblichen Überfall erzählen. Und sie haben dann am Ende haben sie die kapitalistische Waffenindustrie, die Großkonzerne, die Waffen herstellen. Ne? Und was geschieht aber mit denen, die bei den Wahrheitsmemen geblieben sind? Die haben kein großes Geschäft gemacht, immer nur ein Kind. Und durch den Konkurrenzdruck der anderen Händler, die sich ja schicke Sachen leisten können, schöne Hochglanzprospekte später und so weiter, wunderbare Videos, Werbevideos. Aber sehe ich das jetzt falsch? Dann würde ja quasi bei dem linken kommunistischen Zweig, richtig? Wahrheitszweig, sagen wir. Wahrheitszweig, ja. Da ist ja dann auch nicht wirklich ein Fortschritt drin. Da kommt es ja dann auch nicht zu... Da gibt es ja keine Rivalen, man wird nicht besser, man bleibt auf dem Level. Aber in der rechten Seite entwickelt sich das ja auch irgendwie weiter. Ja, aber oder? Auf der linken Seite ist es so, dass einfach die Konsumsucht, die kapitalistische Konsum- und Kaufsucht nicht entsteht, wodurch wir alle haben ja einen riesigen CO2-Fußabdruck, weil wir alle auch konsumsüchtig sind. Ich bin konsumsüchtig, ich habe noch niemanden kennengelernt, der nicht konsumsüchtig ist. Wenn ich frustriert bin, dann renne ich manchmal zum Rewe und hole mir eine Leckerei. Die würde ich nie kaufen, weil ich eher mit zu viel Gewicht kämpfe als mit zu wenig, würde ich die nie kaufen, wenn ich nicht konsumsüchtig wäre. Ja? Mhm. Also und hier, wir sprechen gerade über die Erzeugung der Waffenindustrie. Ja? Also entscheidend ist, dass der Wahrheitsmementräger keine Zusatzkäufe hervorrufen kann. Mhm. Während der diese Ängste verbreitet, also das nennt man gewinnbringende Irrtümer oder gewinnbringende Irrtumsmeme. Das heißt, je mehr ich Irrtümer verbreite, desto mehr Geschäft mache ich im Kapitalismus. Und das ist eine Formel, das gilt für alle Teile des Kapitalismus. Aber ist es denn so, wenn Sie jetzt mal das als Beispiel nehmen, zum Beispiel die linke Wahrheitsseite, wie Sie es nennen, putzt Ihr Haus täglich mit einem Lappen. Und die rechte Seite... Da gibt es jetzt im Supermarkt gibt es einen neuen Staubsauger, womit es alles viel leichter geht. Oder nehmen Sie einen Chemiereiniger und dieser Chemiereiniger, mit dem geht das alles viel schneller und leichter. Und sieht auch besser aus dann. So. Und das Kind kriegt Asthma und Allergien. Na gut, bei dem Beispiel vom Staubsauger hätten wir das ja jetzt nicht.
Nein, aber jetzt zum Beispiel bei den Putzmitteln, ja, das heißt also, das Irrtumsmeme würde dann lauten, dass es besser ist, mit diesen Chemikalien zu reinigen, weil es ja alles viel schneller geht und praktischer ist. Aber wir wissen heute aus der Forschung, dass diese Chemikalien eben auch hochtoxisch teilweise sind und uns alle mehr oder weniger auch schädigen, weswegen dann in ARD und ZDF oft berichtet wird, dass es besser ist, nur mit Wasser, vielleicht Spülmittel noch oder mit ganz einfachen Reinigern, Essigreiniger oder so, mit ganz natürlichen Reinigern zu reinigen und dass zum Beispiel so mit desinfizierenden Mitteln, dass die viel zu gefährlich sind, als dass man die im Alltagsgebrauch verwenden sollte, ja? Also, das heißt, für den normalen Küchengebrauch, ohne dass es sich um Hühnerfleisch mit Salmonellen und so weiter handelt, sind ganz einfache Dinge nützlich. Aber wenn Sie natürlich Chemikalien, wenn Sie jetzt, also jetzt sind Sie ein Irrtumsmemhändler, also jetzt wieder hier, der eine ist ein Wahrheitsmemhändler und der sagt, nein, Sie sollten überwiegend mit Wasser putzen und mit ganz harmlosen Sachen. Und der andere sagt, nein, Sie müssen mit Chemikalien putzen, sonst ist das nichts. Und Sie müssen vor allem desinfizieren, sonst werden Sie alle krank und so weiter. Ja? Und dann stellt sich raus, dass der Wahrheitsmemträger verkauft nur selten diese gewinnbringenden Chemikalien. Der verkauft die gar nicht praktisch. Und hat deswegen, stirbt dann vielleicht sogar aus als Händler, weil der andere ja einen viel größeren Finanzetat hat, dadurch, dass er ständig diese teuren Chemikalien verkauft, die meistens, übrigens ist ein Merkmal des Ganzen, billig sind. Also das heißt, die Gewinnspanne ist oft gewaltig. Beispiel jetzt, wir gehen mal an die Ernährungsindustrie. Wir sagen jetzt mal, der eine Händler hier sagt, Der Wahrheitshändler. der Wahrheitshändler sagt, nur süße, reife, naturbelassene Früchte sind wahres. Das ist die wahre Süßigkeit für uns Menschen. Weil da sind wir genetisch drauf angepasst, Früchte, süße, reife Früchte, das ist unser Ding. Ja? Das ist unsere Süßigkeit. Und dann sagt der andere, und übrigens, da gibt es Sachen, wenn, ich weiß nicht, ob Sie schon mal eine Chempedak gegessen haben, eine Chempedak. Schmeckt wie Schokolade, ist aber reine Natur, total gesund. Und wo wächst das? Vietnam, glaube ich. Aha. Nur als Beispiel, also es gibt ganz leckere Früchte, die also so süß sind, fast wie Süßigkeiten, aber die überhaupt nicht ungesund sind. Okay. Ja? Und hier der Rechte, der sagt, nein, Zuckerwaren, also imitierte Früchte, Ja. es gibt ja auch so Süßigkeiten, die aussehen wie Früchte, wo Zucker drin ist, Ja, ja. natürlich. Die sind genauso gut wie die süßen, reifen Früchte. Noch besser. Und wie viel Gewinnspanne, noch besser, genau. Und wie viel Gewinnspanne können Sie wohl mit reifen, schwer zu transportierenden, leicht verderblichen, herrlichen, süßen, reifen Früchten, die Sie eventuell über weite Entfernung Verdient noch man weniger. verdient man weniger. Also die Gewinnspanne liegt ungefähr bei allerhöchstens so 4%, 4-5%. Und wie hoch liegt die Gewinnspanne wohl bei den imitierten Deutlich. Zuckersüßigkeiten? Deutlich höher. Die sind 18%, 20%. Das ja. heißt also, der Händler, der das Irrtumsmeme glaubt und deswegen den Kindern in seinem Laden, also die Süßigkeiten empfiehlt, statt die reifen Früchte, der macht so viel Gewinn, dass er so viel Werbung machen kann, dass er den anderen auskonkurrieren kann. Und der Wahrheitsmemhändler, der stirbt nach und nach aus und muss seinen Laden zumachen und ist nicht mehr Händler. Hat keinen Handelsbetrieb mehr, kein kleiner Emma-Laden mehr, ist ausgestorben. Ja. Und der andere macht Riesengeschäfte und macht Riesenwerbung und Hochglanz und tolle Videos und alles optisch schön, Aldi, Lidl, Rewe-Werbespots, ja, und so weiter. Ja. Und das ist der Kapitalismus, das ist die soziale Marktwirtschaft. Haben Sie, ich glaube, das ist das erste Mal, dass Sie jetzt erfahren, wie gefährlich eigentlich der Kapitalismus ist, in dem wir leben. Aber worin genau, das habe ich nicht verstanden. Woran liegt die Gefahr? Ich meine, wenn wir Ja. uns so anschauen, wir beide, wir leben gerade zur Zeit des Kapitalismus. Geht es uns schlecht? Das Oder würden ist. Sie eher sagen, es könnte uns besser gehen? Haben Sie schon mal gehört, dass in den USA und auf Okinawa etwas Merkwürdiges passiert ist? In In USA USA passiert lauter haben merkwürdige Sie Sachen. mittlerweile teilweise Leute mit 250 Kilo. Und
die durch diese Zuckernahrung zugenommen haben, da gibt es schon Kinder, die sind so klein und haben schon Diabetes. Ja. Altersdiabetes. Das ist ein Altersdiabetes, der früher mit 70 kam. Ja, ja? Klar. Und sozusagen und auf Okinawa, da sind, gab es ganz viele 110-jährige vollarbeitende Menschen. Kerngesund, 110, vollarbeitend. Da gibt es einen 100, fast 100-jährigen Karatekämpfer, der einen 30-jährigen westlichen Boxer K.O. geschlagen hat, mit fast 100. Mhm. Na gut, das ist aber auch Ausnahmefall, oder? Nein, das ist kein Ausnahmefall, sondern das ist dort Standard. Und es gibt noch mehr dieser, das nennt man blaue Zonen, Blue Zones, Blue Zones, wo die Leute ganz noch ein bisschen natürlicher gelebt haben und deswegen sehr lange gelebt haben. Übrigens auch christliche Gruppen in den USA leben extrem lange, weil die sehr vegetarisch leben, naturbelassen und mit ganz wenig Fisch und so weiter. Also ganz bisschen Fisch so. Und die leben teilweise 10, 15, 20 Jahre länger als der Rest der Amerikaner. Mhm. Also quasi im Nachbardorf, im Nachbarort sterben sie 15 Jahre früher als bei der christlichen Gruppe. Ja gut, eine gesunde Ernährung ist immer gut, ne? Ja, also von daher, jetzt also Professor Sven Völpel zum Beispiel sagt, dass die Menschen, gibt Hinweise, und die zweiten Scientists for Future 2 haben von ihm jetzt mal so entnommen, dass der Mensch eigentlich mit 127 ungefähr sterben sollte, von genetischem Material her. Er spricht sogar von 140 eventuell als Maximum oder so. Bleiben wir vorsichtig, 127. Wollen wir nicht übertreiben. Mhm. Wann sterben wir im Durchschnitt? Mit 80. 87 vielleicht, also 40 Jahre im vor. Im Durchschnitt mit 87, das wäre aber sehr hoch. Das wächst gerade im Moment noch minimal. Und in den USA geht es schon wieder runter. Die bewegen sich jetzt so Richtung 70 wieder zurück. Mhm. Das heißt, die sind jetzt durch unsere Ernährungsindustrie so vergiftet und so krank gemacht worden, dass die jetzt schon Richtung 70 wieder langsam runter sich bewegen. Bei den Okinawas war es so, dass dann die westliche Ernährung nach Okinawa kam und die westliche Schulmedizin. Mhm. Und jetzt sterben die nicht mehr mit 110, 120 sozusagen und so weiter, sondern die sterben jetzt auch plötzlich mit 80. Und es geht immer weiter runter. Ne? Je mehr die, also wenn die Leute diese westliche Fastfood-Nahrung zum Beispiel essen, die sterben ganz früh. Frage. Und zwar gibt es, in Afrika ist es ja eher auch nicht so verbreitet, aber da ist die Lebenserwartung trotzdem niedrig. Ja, aber in Afrika, die haben eine Schrotternährung. Die essen manchmal, glaube ich, nur Reis, nur Mehl, nur, ja, da sind ja keine Vitamine drin, da ist nichts. Das ist der billigste Schrott, den der Welthandel so liefert. Die essen ja keine Früchte mehr. Die gehen nicht mehr in den Urwald und holen sich Früchte, die fressen das Billigste vom Billigsten, weil sie kein Geld haben für Teures, kriegen die nur minderwertigen Ernährungsschrott, der auch zu Vitaminmangel führt und der natürlich zum frühen Sterben führt. Ja, ja, ist klar. Okay. Aber das heißt also, der Kapitalismus, um das jetzt zusammenzufassen, also bei der Ernährungsindustrie, ja, also das heißt, dass die Evolutionsbiologie quasi den Beweis dafür liefert, dass schon ab der ersten Tauschhandel, dem ersten Tauschhändler, ein Problem bestand, nämlich dass, wenn er zufällig sein Gehirn als Unterschiedlichkeitsgenerator Irrtümer entwickelt, dass er damit mehr verdient als die anderen auskonkurriert und unser ganzes Tauschhandelssystem Schaden anrichtet. Es provoziert quasi Kriege. Und verdient daran. Und wir gucken sich die Kriege an, wie viele Millionen Tote wir da überall hatten. Ne? Ja. Also auch Hitler zum Beispiel ist ja ein Produkt der sozialen Marktwirtschaft, des Kapitalismus. Ohne Kapitalismus hätte es wahrscheinlich den Hitlerkrieg wahrscheinlich gar nicht gegeben. Ja gut, im Endeffekt kann man das nie sagen. Genau. Kann man nicht so genau sagen, aber spricht vieles dafür, dass eben, es gibt ja auch Hintergrundberichte, dass auch die Rüstungskonzerne, die deutschen Rüstungskonzerne auch gut Freund waren mit Hitler und so weiter, ja. Also weiß man nicht, also was da gelaufen ist, aber auf jeden Fall haben wir, auch in Amerika, haben wir zum Beispiel eine hohe Ausbreitung von Memen, dass die Leute glauben, Krieg gehört zur Natur des Menschen und wir müssen immer mal wieder draufhauen als Amerika, ne? Immer mal wieder Stärke zeigen. Und deswegen ist das dort unheimlich, dort verdient die amerikanische Rüstungsindustrie, verdient, ich glaube, die geben die jedes Jahr 700 Milliarden aus, Dollar. Wie viel?
600 Milliarden, 700 das Milliarden? Das ist aber sehr viel. Das ist sehr viel. Wir geben das in Deutschland 40 Milliarden ungefähr aus jedes Jahr für Rüstung. 700 Milliarden? Ja, USA ist aber auch viel, ist auch siebenmal größer als Deutschland. Na gut, aber ich würde das immer gerne, wenn ich das kurz einschieben darf, mit zu vergleichen, wenn man sich vorstellt, vielleicht Leute auch gerade aus Köln, die das jetzt anhören, wenn man sich mal vorstellt, wie hoch würden Sie ungefähr schätzen, ist 1 Million Euro in 500-Euro-Scheinen übereinander gestapelt? So ungefähr, mit was könnten Sie es vergleichen? 1 Million Euro, 500? In 500-Euro-Scheinen aufeinander. Das sind ja nur 2000 Scheine, also das ist... Vom Boden ist jetzt? So ein Päckchen. Also nein, so wahrscheinlich nur so ein Päckchen, 2000 Scheine übereinander. Ja, und für den Hörer, wie würden Sie das beschreiben, womit würden Sie das gleichsetzen? Na, vielleicht ein halber Meter. Ein halber Meter, okay. Und jetzt mal im Vergleich so eine Milliarden in 500-Euro-Scheinen. Mal ohne das auszurechnen, sondern einfach mal zu schätzen. Da wären wir bei 500 Metern. Da wären wir schon weit über das höchste Gebäude der Erde wahrscheinlich. Eben, also ganz so krass ist es nicht, aber ich habe das mal gehört, dass man circa, das schätzt so hoch wie der Kölner Dom, 1 Milliarde Euro. Dann wird einem erstmal klar, mit welchen Summen da jongliert wird. Ja, ja, mit ja. 700 Milliarden bedeutet 7-mal Kölner Dom. Ja, ja. 700 mal Kölner Dom, Entschuldigung. Ja, ja. Das ist der Wahnsinn, ja? Und das geben die USA tatsächlich aus, um eben immer die Waffen bereit zu haben, wieder jemanden überfallen zu können. Und für jede Kugel, die verschossen wird, verdient irgendwo ein amerikanischer Rüstungskonzern. Wenn man überlegen würde, wie viel man da quasi in Unfrieden anstatt in Frieden investiert, das ist, da bin ich ganz... Deswegen wollen wir ja zu dem urdemokratischen, urpazifistischen, urmatriarchalen Urkommunismus zurück, ohne jetzt irgendwie in irgendeiner Weise irgendwas zu tun haben zu wollen mit diesen schrecklichen Tyranneien, diesen pseudokommunistischen Tyranneien, die da entstanden waren. Ne? Aber haben Sie auch überlegt, wie viele Arbeitsplätze da noch dranhängen? Wenn man das jetzt mal von der anderen Seite auch betrachtet, wie viele Menschen quasi davon ernährt werden im Endeffekt, dass dieses Geld investiert jetzt Beispiel, also Beispiel. Was schätzen Sie, was die deutsche Industrie jedes Jahr verliert, dadurch, dass unsere Ernährungsindustrie unsere Kinder und Jugendlichen, die dann in die Betriebe gehen, ja, und Studenten und Absolventen, ja. Ja, die in die Firmen kommen, dass die systematisch eben krank, falsch ernähren, ja, also ungünstig ernährt werden. Und die Medizinindustrie, die dann daran rumrepariert oder rumdoktert an den Sachen. Was meinen Sie, was alleine dadurch die deutsche Wirtschaft jährlich für einen Verlust macht? Ich kann es gar nicht in Zahlen schätzen, aber nicht im Milliardenbereich. So, schätzen Sie mal, also eher 300 Millionen oder was sagen Sie? Sagen wir 500 Millionen. 500 Millionen. Die Daten, die ich im Internet gegoogelt habe, sagen 118 mal 1000 mal 1 Million, also 118 Milliarden Totalverlust für die Wirtschaft jedes Jahr. Ist das ja noch eine seriöse Quelle oder ist das jetzt? Ja, natürlich, es ist natürlich eingerechnet worden. Stellen Sie vor, Sie haben einen Mitarbeiter, der produziert Wertschöpfung jedes Jahr, entwickelt neue Produkte und der ist dann zum Beispiel krebskrank und fällt für ein halbes Jahr aus. Was das für Verluste für die Firma sind. Man muss einen neuen Mitarbeiter einstellen, bezahlen und so weiter. Es sind alles riesige Verluste. Und was schätzen Sie, was unser Gesundheitswesen Deutschland jedes Jahr verschlingt, was wir da für einen Totalverlust haben? Einen ähnlich hohen, denke ich mal. Ich 360 Milliarden, also fast jeden Tag 1 Milliarde. Jeden Tag laufen hier 1000 Millionen raus, nur fürs Gesundheitswesen. Wahnsinn. Ne? Wäre es nicht besser, wenn alle gesund wären? Aber der Kapitalismus erlaubt das halt nicht. Der Kapitalismus erzeugt Irrtümer, gewinnbringende Irrtümer, und dadurch kommt es zur Fehlernährung der Bevölkerung. Das ist natürlich eine steile These, muss ich sagen. Ob das jetzt alles immer sehr aktiv passiert oder ob das einfach ein passiver Nebeneffekt ist. Das ist ein passiver Prozess. Also wir haben ja eben gesagt, das Gehirn ist ein Unterschiedlichkeitsgenerator. Der eine hat die These, der andere die These. Der eine hört die Sache so wie bei Stille Post und der andere hört sie anders und so weiter. Natürlich versucht das Gehirn im Wesentlichen auch Wahrheit festzustellen, aber es errare humanum est. Das Irren ist halt leider auch menschlich, das sehen wir ja überall. Ja? Und dann, dass aber merkwürdigerweise der den Irrtum hat, nämlich dass Zucker gesund sei, ja,
dass der deutlich mehr verdient als die Konkurrenz und dadurch den anderen zur Pleite zwingen kann, indem er den einfach mit seinen Werbegeldern abhängt. Und die Kunden dann einfach nur bei den schönen Läden kaufen und so weiter, ja? Weil der Mensch geht immer dorthin, wo das Schöne ist, ja? Und das ist, genau das ist die zentrale Aussage der zweiten Scientists for Future 2. Und jetzt gehe ich mal hier hin, da zeige ich Ihnen mal ein bisschen was noch ganz kurz dazu. Hier sehen Sie zum Beispiel eine Liste mit etwa 20 Links, die bisherige Geldverschwendung im Kapitalismus in der sozialen Marktwirtschaft. Da wird deutlich, dass wir jedes Jahr Minimum 70 Milliarden zu viel verschwenderisch im Gesundheitswesen ausgeben, weil wir es eben zulassen, dass unsere gesamte Gesellschaft uns erst krank macht und das dann für viel Geld nochmal repariert wird. Das ist einfach Verschwendung. Kapitalismus ist Verschwendung, ja, verschwenderisch. Mhm. Ja? Weil er quasi, wenn er einen Krieg provoziert, stellen Sie sich vor, was für eine Verschwendung ist passiert durch den Krieg? Ja, natürlich. Ja? Wie viele Häuser, die danach mühsam wieder aufgebaut werden mussten, wurden zertrümmert. In der Zeit hätte man neue Produkte erfinden können, innovativ sein können, man hätte das iPhone erfinden können, musste aber Häuser bauen. Mhm. Kapitalismus ist Verschwendung. Ja? Also alles in der sozialen Marktwirtschaft ist pure Verschwendung. Hier, das Bildungswesen, ja, Verschwendung. Gut. Gucken Sie mal, Gesundheitspolitik, Verschwendung Ernährung, Verschwendung in der Wissenschaft, Rüstung verschwendet Milliarden Euro. Haben Sie den Skandal jetzt gehört von der Leyen, irgendwie Berateraffäre, Verschwendung durch überteuerte Berater? Das ist natürlich und so weiter. Was mit Korruption. Korruption und so weiter. Arbeitsagentur, Millionenverschwendung, aber Steuermilliardenverschwendung. Ja, und so geht das die ganze Zeit weiter. Was? Aber das nicht, ist Kapitalismus. Ist jetzt jedes Mal so, wenn man, als man versucht hatte, den Kommunismus aufzubauen, ist es doch irgendwie immer gescheitert im Endeffekt. Ja, und warum? Jedes Mal. Warum? Wieder genau dieselbe Frage. Warum musste das scheitern? Weil die Leute geträumt haben und dachten, sie machen jetzt eine gewaltsame Revolution und bringen einfach die Reichen um. Und dann wird die ideale Welt entstehen. Aber wer gewinnt in den Revolutionswirren, wenn das da geschossen wird? Wer gewinnt? Wer setzt sich durch am Ende dieser Revolutionswirren? Die Friedlichen? Oder die mit den Ellenbogen. Dann ist halt aber dann natürlich auch die Frage, ob man ein so extrem großes Umdenken überhaupt, ob sowas überhaupt noch möglich ist in dieser vernetzten, globalisierten, großen Welt. Das wäre ja echt, also auf so eine Kommune bezogen, wäre das mit Sicherheit schaffbar. Aber wenn man jetzt mal überlegt, das ist ja ein Riesensystem, was man da aufbrechen und umkrempeln würde. Für wie realistisch halten Sie das denn eigentlich überhaupt noch, ja, sowas jetzt entstehen zu lassen? Ich zeige Ihnen jetzt mal, wie die zweiten Scientists for Future sagen, wir könnten also in 2 Monaten könnten wir unser System anfangen umzustellen mit der ersten Reform. Wie realistisch ist das? Kombi-Reform, Ernährung, Gesundheit und Pflege. Ach so, die realistisch, da kommen wir dann dazu. Hier, wo ist es? Gleich habe ich es. Hier, Greta Thunberg, das ist jetzt ein Artikel über die zweiten Scientists for Future 2, über den Weltrat und über Greta. Hm? Greta Thunberg, ja? Jeder Pups, den Greta Thunberg lässt, wird zurzeit von den großen Medien berichtet. Alle 3 Tage ist sie in der Tagesschau oder in Heute irgendwas zu hören von Fridays for Future oder Greta Thunberg. Ja. Ja? Und das heißt, also wenn sie jetzt sagen würde, ja, jetzt, wir haben ja mal ein paar Tage diskutiert mit den zweiten Scientists for Future 2. Und wir hatten schon immer die Ahnung, dass vielleicht das System auch ein Teil des Problems sein könnte. Und dass wir einen System Change brauchen. Weswegen ja bei uns auch immer skandiert wurde, Antikapitalista, Postkapitalismus und so weiter. Und alles sowas diskutiert wurde. Und jetzt sagen plötzlich die Naturwissenschaftler, ja, wir haben recht. Die Naturwissenschaftler sagen ja hier in ihrer Kernaussage hier, Startseite irgendwo, na, ich finde es jetzt nicht so schnell, aber auf der Startseite steht das ja dann, die jungen Leute haben recht, wir brauchen ein anderes System. Aber ist das nicht mehr so bezogen auf Umweltpolitik und nicht auf generell gesellschaftliche Normen, also wie Kapitalismus und Kommunismus, ist es nicht mehr darauf bezogen, jetzt nochmal schnell der Welt quasi alles zu retten?
was geht. Auf den Demos von Fridays for Future, auf den Großdemos, gibt es immer ganz riesige antikapitalistische Blocks. Mhm. Die wollen also den Kapitalismus beenden. Und mehr war aber, jetzt mal kurz zur Greta zurück, da müssen wir mich vielleicht aufklären, war nicht Ihr Grundgedanke, so ein wenig ein Umdenken in Richtung Umweltpolitik zu schaffen, mit Plastikmüll, mit allem drum und dran? Aber was viele junge Leute in den Interviews immer wieder von Fridays for Future sagen, zum Beispiel so ein ganz nüchterner Sprecher, der eher eigentlich den Kapitalismus gerne retten würde, das ist der Paasch, heißt der mit Nachnamen, von Berlin, einer der Pressesprecher Deutschland von Fridays for Future. Hat so gesagt, ja, wir merken, dass wir gegen Betonwände laufen, dass wir müssen eben doch die Systemfrage wahrscheinlich stärker stellen, weil es möglicherweise ist, dass der Kapitalismus, die soziale Marktwirtschaft, dass der einfach eigentlich gar keinen richtigen Umweltschutz zulässt, weil es geht ja da schließlich um Gewinne zu erzielen, bei denen, jetzt bleiben wir bei dem Kriegsbeispiel, was aus den Menschen wird, ist doch für die Gewinne des Kapitalismus selber irrelevant. Wenn da 50, Zweiter Weltkrieg, 60 Millionen Tote, dabei noch die verbrannten Juden und die Umgebrachten und so weiter. Hat das irgendwie den Gewinn der weltweiten Rüstungskonzerne in irgendeiner Weise geschmälert? War das für die irgendwie von Bedeutung? Nein, deswegen gilt ja der Satz der zweiten Scientist for Future 2, dass der Kapitalismus und soziale Marktwirtschaft geht grundsätzlich auch über Leichen, und weil Menschen und mein Wohlfühlen und meine Gesundheit keine Rolle spielen. Darf ich noch eine Frage stellen? Also vielmehr auch eine Aussage tätigen, und zwar, wir entwickeln uns weiter, wir entwickeln ein zweites Ich quasi von uns mit der neuen künstlichen Intelligenz. Das ist richtig, oder? Können Sie mir folgen? Da wäre ich vorsichtig, David. Also wir sind noch unendlich weit. Heute habe ich gestern gehört von den neuen Quantencomputern, die angeblich einen riesen Leistungssprung beim Computer jetzt nochmal bringen würden, ganz neu. Aber ist nichts in Sicht, dass auch nur halbwegs das Denken eines klugen Menschen in irgendeiner Weise von einem Computer nachgeahmt werden könnte. Aber wenn jetzt ein Computer selber lernt und das immer weiter und weiter geht und irgendwann vielleicht sogar cleverer als der Mensch ist, so dass wir den aber... Sie müssten auch die Computerschaltung für Emotionen müssten Sie auch noch herstellen können. Genau, sowas. Aber jetzt mal abgesehen von dem technischen Fable. Ja. Wenn uns quasi irgendwann das ganze Arbeiten abgenommen werden würde, könnte dann nicht quasi erst eine Form des Kommunismus entstehen, weil man dann eigentlich gar nicht mehr so drauf... Da müsste rein theoretisch, müsste ja keiner mehr arbeiten. Mhm. Entscheidungen vielleicht noch gefällt werden, aber sonst ist es nicht eher so. Nur wem gehören denn diese ganzen Maschinen und die ganzen Produkte? Na gut, aber die werden trotzdem billiger sein. Im Kapitalismus? Den gehören ja jetzt schon nur 170 verschiedenen Menschen in der Welt, gehören so, was weiß ich, 60% alles, was in der Welt gibt, an Ländereien, an Produkten, an Gegenständen gehören, glaube ich, 170 Menschen auf der Welt gehören etwa 60% der gesamten Erde. Und warum sollten die jetzt etwas abgeben von dem, was ihnen gehört? Ich meine, sie werden wenn ja niemand mehr arbeitet und als die Menschen nicht mehr gebraucht werden, sondern die alle Produktion von den Computern geschieht, warum sollen die nicht hingehen und sollen die ganzen 8 Milliarden Menschen einfach verhungern lassen? Die brauchen die doch nicht mehr. Die Computer machen doch die Arbeit. Also deswegen, der Kapitalismus könnte auch noch auf eine Katastrophe hinauslaufen. Naja, gut. Das ist ja natürlich immer schwer zu sagen alles. Das ist immer, was wäre, wenn und so. Das kann man im Endeffekt eh nicht vorhersagen. Haben Sie gehört, dass die Schere zwischen Arm und Reich immer weiter auseinandergeht? Also das heißt, die Konzentration auf wenige ist im Kapitalismus eher noch am Zunehmen. Das heißt also, wir haben keine Tendenz, dass in Deutschland jetzt der Reichtum der Milliardäre sich jetzt verteilen würde auf die Restbevölkerung, sondern es ist eher eine Konzentration. Dass wir haben in Deutschland, glaube ich, ein paar Leute besitzen mehr als 50% von ganz Deutschland. Aber wir haben in Deutschland, ich argumentiere auch mal so ein bisschen hin und her, ich möchte mich nicht genau positionieren, aber in Deutschland ist es, oder auf der Welt ist es ja im Grunde genommen eigentlich nur eine Leistungswirtschaft, eine Leistungsgesellschaft vielmehr. Und mit einer gewissen Grund, also Gleichheit, also Chancengleichheit vielmehr, sozusagen.
Nicht ja. ganz, aber ich würde sagen, es nähert sich. Mhm. Also hat ja jeder quasi am Anfang seines Lebens so, abgesehen von irgendwelchen Lebensumständen, die das vielleicht erschweren, die gleichen Chancen, da auch hinzukommen. Oder sehe ich das falsch? Das ist ja alles kein Problem, sondern jetzt, ich mache jetzt nur mal, bevor wir jetzt so richtig jetzt in die Kommunismusdiskussion, Kommunismus, Kapital, also echter Kommunismus, immer klar, klar. machen, nichts real existierender Kommunismus, Sozialismus interessiert uns nicht. Warum? Wir haben ja eben gesagt, dass in den Revolutionswirren sich meistens tyrannische Persönlichkeiten umsetzen und dann entsteht so ein Stalin, so ein Mao, der am Ende setzt sich durch in den Revolutionswirren und dann entsteht nichts anderes als eine tyrannische Diktatur. Und wir wollen doch keine tyrannische Diktatur, sondern einen urdemokratischen, urmatriarchalen Urkommunismus. Das heißt, allein die Revolution als Gewaltakt führt zuverlässig nicht in den Kommunismus. Aber ist das denn überhaupt umsetzbar, wenn man bedenkt, dass der Mensch ein Homo economicus ist, also ein, vielleicht für die Zuhörer noch, sie wissen es bestimmt, ein Eigennutzen maximierender Mensch ist. Das ist ja quasi, es ist ein Trieb in uns. Klassische Volkswirtschaftslehre ist das, ja. Aber ich mache es gerade fertig, bevor wir darin einsteigen. Denn ja, gerne. Das, was die zweiten Scientists for Future 2 entwickelt haben, ist ja die neue naturwissenschaftliche Volkswirtschaftslehre, die das Konzept des Homo economicus für ein falsches Konzept hält. Mhm. Aber gut, also noch einmal hier. Da möchte ich gleich nochmal kurz drauf zur eingehen. Lösung, ja, zur Lösung. Wie könnte der erste Schritt, wir haben jetzt das Problem des Ernährungshandels mit dem Zucker und des Waffenhandels mit den Waffen und den Irrtumsmemen. Das Problem haben wir genannt, ja? Mhm. Wie könnten wir daraus aussteigen? Wie könnte der erste Schritt zur Beendigung des Kapitalismus aussehen? Also, wir wollen jetzt mal die Lösung anschauen, ne? Dann erst diskutieren wir. Also der Trick ist ganz einfach. Die zweiten Scientists for Future 2 sind einfach auf die Idee gekommen, dass sie den Arzt und den Lebensmittelhändler und den Pflegeheimbetreiber nach einem neuen Bezahlungsschlüssel bezahlen müssen. Die müssen einfach die kapitalistische Dynamik beenden. Nämlich, dass die gewinnbringenden Irrtümer das sind, was Gewinne bringt, ja, und uns alle dann manipuliert in die Konsumsucht und Kaufsucht hinein, was die Erde nicht verkraftet, weswegen das Klima dann kaputt geht, ja, weil wir zu viel verbrauchen, ja. Und dann gucken Sie, da ist ein Vorschlag, ist die Einführung einer Wohlfühlnote als zweiter Wahlstimme. Sie kriegen also eine zusätzliche Wahlstimme. Dürfen Sie schon wählen? Fast. Ja, also Sie kriegen dann eine zusätzliche Wahlstimme, die vielleicht sogar dann regelmäßig erhoben wird oder die Sie auch dann abgeben können, wenn Sie es wollen. Nämlich, wenn es Ihnen zum Beispiel schlechter geht, weil Sie Krebs bekommen, Blutkrebs, Leukämie, dann werden Sie sicherlich eine schlechtere Note abgeben und die werden Sie dann auch dem Bundeswahlleiter zur Kenntnis geben, ja. Und also, das heißt, wir beginnen alle mit der Durchschnittsnote, Schulnote, alte Schulnoten 3 bis 4 und haben dann Spiel bis 1 plus ja, oder bis 6 minus. Ich mache also die Lösung ganz schnell fertig. Also die Wohlfühlnoten hatten wir ja vorgestellt, 3 bis 4 fangen wir an, haben Spiel. Und wenn wir vor 127 Jahren sterben, gibt es dann gestaffelt für meinen Lebensmittelhändler, meinen Arzt und so weiter. Mein Hausarzt gibt es natürlich dann die entsprechenden Minuspunkte. Ja, wenn ich gesund mit 127 sterbe, gibt es die volle Punktzahl und damit die finanzielle Vollausschüttung sozusagen. Und wenn ich davor sterbe, wird natürlich immer reduziert. Und zwar dann auf Dauer. Ja? Aber wenn das andere Umstände hat, wie ein Autounfall? Ja, das ist überhaupt kein Problem. Das heißt, jeder Hausarzt, wenn jeder Hausarzt 1.000 oder 2.000 Leute betreut in seiner Gesundheitskommune, in seinem Gesundheitskommunismus, der neu entsteht mit Sport und gemeinsamen Tanzveranstaltungen ohne Alkohol und Zigaretten und so weiter, also Einkaufsberatung und alles, also ein richtiges Gesundheitsclub und Kommune und Kommunismus, ja, sozusagen. Die Leute leben teilweise miteinander, wenn sie Lust haben, wenn es Spaß macht. Die Ärzte werden dafür sorgen, dass es Spaß macht. Ne? Mhm. Und dann ist es letztendlich so, also hier zum Beispiel, ich kaufe meine Lebensmittel bei insgesamt 5 verschiedenen Supermärkten, also Bio-Supermärkte oder normale Supermärkte ein. Und das ist statistisch überhaupt kein Problem, wenn du jetzt 80 Millionen Menschen hast oder 60 Millionen Erwachsene oder was auch immer. Und die kaufen ein, jeder kauft in 5 verschiedenen Läden ein, geht in 5 verschiedene Restaurants und so weiter, zu Fastfood-Restaurants oder nicht und so weiter. Da kann man das statistisch problemlos auswerten, welcher von den Händlern
Der hier da vorne an der Ecke oder der da an der Ecke hat den besseren Gesundheitsförderungseinfluss auf seine Kunden. Das kann, genauso können Sie bei jedem Hausarzt ausrechnen. Ja, Sie haben einen Hausarzt, 2000 Leute und der hat ganz viele schwer Vorerkrankte. Da weiß man, aha ja, bei der Vorerkrankung werden die Kunden meistens noch teurer, müssen noch häufiger operiert werden. Wenn der Hausarzt aber schafft, dass die ein bisschen weniger operiert werden müssen, als zu erwarten wäre, weil er so eine gute Präventivmedizin macht und seine Gesundheitskommune so positive Wirkungen auf die Gesundheit hat und so weiter, dann kriegt er mehr Geld. Also er verdient also nicht im Moment, wenn Sie zum Arzt gehen, verdient er nur Geld, wenn Sie oft krank werden und lange krank werden. Dann verdient er am meisten. Und dann in Zukunft verdient er, wenn sie nie krank werden, verdient er am meisten. Genauso mein Lebensmittelhändler. Ja? Und das wird mit vom Statistischen Bundeswahl- und Wahlamt Wiesbaden, also dem Bundeswahlleiter ja angeschlossen, wird das alles statistisch ausgewertet. Aha. Und das heißt also, dass jetzt mein Lebensmittelhändler mehr verdient, wenn er mich versucht, mir lieber die Cempedak anbietet, aber nicht die Zuckerwaren. Ah, okay. Dadurch verdient er dann deutlich mehr. Also wird er durch motiviert, mein Freund zu werden. Er wird an meiner Gesundheit interessiert. Ja? Aber ist es denn mit 127 Jahren oder mit 120 Jahren noch so lebenswert? Ah, das der ist menschliche eine andere Frage. Körper ist ja rein theoretisch auf eine, ja, auf eine gewisse Zeit ausgelegt. Und ja, aber ist es dann sinnvoll, das auf die Länge zu strecken, nur um etwas länger hier zu bleiben? Ja, aber wenn Sie in Okinawa mit 110 vollberufstätige, vollfitte, voll leistungsfähige, lustige, lebenslustige Menschen hatten, noch vor wenigen Jahrzehnten, und wenn Sie in den USA bei den christlichen Gruppen Leute haben, die 20 Jahre länger leben als USA, wenn Sie die dann fragen würden, dann sagen die, natürlich, ich genieße das Leben. Manche Menschen sagen sogar, je älter ich geworden bin, desto mehr genieße ich das Leben. Aber kommen da nicht auch so Umstände dazu, dass man alt ist, Knochen, alles Mögliche? Man merkt es ja, so Leute. Ja, also wenn Sie jetzt 150 würden, dann würden sicherlich die genetischen Mechanismen ihren ganzen Körper zerfallen lassen. Aber Sie werden, also sozusagen, das ist ja mit dem genetischen Sterbealter ist ja so, gebrechlich werden Sie dann, also zum Beispiel in der Natur, ein Lebewesen, das zum Beispiel so eine Schildkröte, die 200 Jahre alt wird oder 180 Jahre alt wird, gebrechlich wird die dann so mit 179. Und durch die Gebrechlichkeit stirbt sie dann. Okay. Aber sie muss doch nicht, warum soll sie dann mit 170 schon sterben? Da ist sie doch noch quietschfidel in der Natur. Wenn man nicht im Kapitalismus, wir reden nicht vom Kapitalismus, der macht uns ja früher krank. Wann sind die Menschen heute durchschnittlich schon krank? Wann haben die schon die erste Krankheit? 60, 70. 47 Jahren ungefähr. Also 127 wäre das natürliche, gesunde Lebenserwartung. 87 bringt, der Kapitalismus bringt uns also mit 87 um. Und krank macht er uns schon mit 47. Und wir haben viele Kinder. Geht's wieder? Und wir haben viele Kinder, die schon früher, und sie haben ja schon früh krank sind. Wir haben ganz junge Kinder, die schon Allergien haben und das haben und das haben und Diabetes haben. So, und jetzt nur noch ganz kurz. Sie haben ja gesagt, Unfall. Ja, jeder Hausarzt, wenn er 2000 Leute hat, der hat ein paar Leute, die werden verletzt oder sterben durch einen Autounfall. Das hat jeder. Und deswegen wirkt sich das statistisch nicht aus. Das wird ja nicht bewertet. Nein, das hat jeder Arzt hat ja irgendwie, der eine hat in diesem Jahr einen Todesfall durch einen Autounfall und der andere hat im nächsten Jahr einen Todesfall durch einen Autounfall. Okay. Das solche Sachen, das ist statistisch irrelevant. Ja? Okay. Aber entscheidend ist, dass man rausfiltern kann, welcher Arzt meine Gesundheit gut fördert und welcher seine 2000 Leute tendenziell gesünder gemacht, als bei ihren Vorerkrankungen zu erwarten gewesen wäre. Aha. Und welcher Hausarzt, der eine macht das besser, der andere macht das nicht. Das ist ja wieder so ein gut. Leistungsprinzip, oder? Ja, geht ein Kommunismus ganz, ein echter Kommunismus ganz ohne eine gewisse, also mir ist es, also mir als Mensch, wenn Sie jetzt als Mensch sagen, mir ist es doch lieber, wenn mein Arzt belohnt wird dafür, wenn er das Beste für mich tut. Nicht, wenn ich so häufig krank werde wie möglich, sozusagen, und er dann daran verdient, dass ich lebenslang Medikamente nehmen muss, sondern wenn er belohnt wird, wenn er mir hilft, dass ich nie Medikamente brauche. Ist doch besser, oder? Ja.
will ich doch. Also warum sollen wir einen Kommunismus aufbauen, in dem der nicht das geschieht, was wir wollen? Und ich will doch, dass der Arzt, dass ich mir den Arzt aussuchen kann, der für mich der Beste ist. Mhm. Und ja. Ich will, dass ich mir den Supermarkt aussuchen kann. Ich bin doch auch irgendwo, ich habe ja auch einen kleinen Anteil eines natürlichen genetischen Egoismus, ne? Ja. Warum sollen wir einen Kommunismus aufbauen, der gegen die Natur des Menschen wäre? Ja, stimmt, da ist es dran. Ja, also jetzt nochmal, um das zu Ende zu sagen, das heißt also, in dem Moment sparen wir jedes Jahr bis zu 500 Milliarden, also das, was wir vorhin gezeigt haben mit der Verschwendung, das sparen wir alles ein. Und was machen wir damit? Und mit dem Geld können wir jedem, der arbeitslos wird, zum Beispiel in der pharmazeutischen Produktion, einen neuen Job geben und so weiter. Und können also wobei denn dann? Wissen Sie, was 500 Milliarden pro Jahr bedeuten würde? Das pro ist Jahr? Eine halbe Billion Euro pro Jahr. Das 500 mal 1000 mal 1 Million Euro. Damit können Sie den ganzen Staat umbauen, ohne aber dass jemand arm wird. Sie müssen auch sehen, dass die Kosten ja, die dann vorher gestemmt worden sind, von Leuten erschaffen worden sind, die gearbeitet haben. Die Arbeitsplätze fallen ja dann weg. Das heißt, man kann nicht jedes Jahr mit den 500 Wieso Milliarden fallen die rechnen. Arbeitsplätze weg? Ja, wenn Sie jetzt sagen, Pharmazeut. Wir brauchen doch Millionen Arbeiter, die uns zum Beispiel Sonnenkollektoren auf jedes Hausdach montieren. Aber irgendwann sind die auch alle montiert. Die wechseln doch nur den Arbeitsplatz. Verstehen Sie? Wenn wir mit 500 Milliarden Volumen, ein Teil davon verwenden wir fürs Klima. Aber mit den Geldern schaffen wir die neuen Arbeitsplätze der Zukunft. Also Sonnenkollektoren auf die Dächer tun, die Böden entgiften, ja? Die Landwirtschaft umstellen auf giftstofffreie Permakulturen und ähnliche Dinge. Also richtige Kredel schon mal gehört? Von der Wiege zur Wiege, also richtige, echte Kreislaufwirtschaft, also richtig Natur belassen, also so, dass der Mensch wieder gut für die Natur wird und so weiter. Ja. Das heißt, also wir schaffen mit den 500 Milliarden Euro, halbe Billion Euro pro Jahr, nur für Deutschland. Mit denen können wir den gesamten Umbau und zum Beispiel die Aktionäre von der Pharmaindustrie, die sagen dann, ja hoppla, aber da würde ja meine Dividende kleiner werden und der Aktienkurs würde vielleicht ein bisschen runtergehen, ja? Mhm. Nee, dann sagen wir, ja okay, liebe Frau Merkel oder liebe, ja, also wir halten die Dividenden der Aktionäre für die Zeit des Umbaus konstant. Die kriegen also weiterhin gute Gewinnausschüttung. Mhm. Wir halten die Dividenden konstant und dadurch stimmen die Aktionäre einem Totalumbau der pharmazeutischen Industrie zum Beispiel in Richtung Bodenentgiftungsmedikamente, ja, oder was auch immer, in ganz neue Produkte, in Gesundheitskurse mit Comedians, spaßmachende Comedian-Veranstaltungen, wo Gesundheitswissen zwischen den Zeilen vermittelt wird und so weiter, die dann die Ärzte buchen, ja. Und wo die Leute hinströmen, weil sie sagen, ich will den Comedian sehen und lerne auch was über die Gesundheit. Und dadurch komme ich dann in die Gesundheitskommune rein, sehe, nette Leute dort, sexy Mädchen dort und so weiter. Da gehe ich immer wieder hin, auf die Party und so weiter und beim Sportverein. Party und, dann ohne Alkohol? Ohne Alkohol und Zigaretten, höchstwahrscheinlich, ja. Ist das umsetzbar? Die Ärzte werden, ein Hausarzt in diesem neuen kommunistischen System, echt kommunistischen System, wird niemals irgendeinem sein Alkohol verbieten oder Zigaretten verbieten. Man wird so das Gleichgewicht finden. Der eine Hausarzt wird sagen, naja, komm, ich lasse eine kleine Menge Bier zu oder was auch immer, ja. Aber dass die Leute, also wahrscheinlich, das wird jeder Arzt selbst entscheiden. Da wird es Vielfalt geben. Im Endeffekt macht seine Kommune so, wie er möchte. Ne? Aber im Endeffekt könnte dieser Arzt es ja gar nicht für die Person dann entscheiden. Sie kann ja im Endeffekt immer noch für sich selber entscheiden. Nein, er kann natürlich entscheiden, ob was ausgeschenkt wird bei der Veranstaltung und was nicht. Und es kann sein, dass einige Ärzte dann sogar sagen, ja, wir richten eine Raucherecke ein und wir schütten Bier aus oder was. Ja? Mhm. Das kann sein. Aber dann auch mit einer Menge, vielleicht denkt er sich dann eine Mengenbegrenzung aus, dass jeder, was weiß ich, 4 Bier am Abend kriegt, aber nicht, dass die Leute sich dann doch totsaufen. Das wäre kontraproduktiv. Aber, natürlich, aber ja? Ist das dann nicht irgendwie wieder so ein Eingriff in... Ja, vollkommen richtig. Dann wird es Ärzte geben. Wenn der Arzt sieht, dass seine Tanzveranstaltungen nicht gut besucht sind, dann wird er das mit dem Alkohol
höher schrauben, dann wird er mehr. Aber er wird wahrscheinlich nicht beim Flatrate-Saufen übrig bleiben. Okay. Ja? Also wird die Welt später dann von Ärzten regiert sozusagen? Nein, aber der, rund um die Hausärzte und um die Pflegeheimleiter, Altenheimleiter und rund um die Supermärkte entsteht quasi so ein neues gesellschaftliches Leben. Da entsteht das, was wir damals hatten, die Kommune. Womit haben sich die Menschen damals beschäftigt? Mit der Ernährung? Gesunden Pflanzen, die Gorillas. Was machen die den ganzen Tag? Die essen gesunde Pflanzen, schmusen miteinander, haben Sex miteinander, spielen mit den Kindern. Aber wir sind ja viel schlauer als die, oder? Ja. Wäre das nicht eine Rückentwicklung zu denen? Zurück? Nein, also wieso? Was uns Spaß macht, würden wir arbeiten. Wir würden, da wir nicht mehr so viel Schädliches machen, wären wir die Innovatoren der Welt. Mit den 500 Milliarden jedes Jahr würden wir neue Produkte entwickeln, die ganze Welt von uns haben will. Zum Beispiel Sonnenenergie, Wasserstoffautos und also alles Neue, was die Welt dann kaufen will, weil wir so viel Geld da zur Verfügung haben, dass wir so innovativ werden. Sie müssen auch mal denken. Sie haben einen fähigen Mitarbeiter in der Pharmaindustrie und der hat was gemacht, was eigentlich Vergeudung war, Verschwendung war. Denn wenn die Leute nicht mehr krank werden, können wir den mit seiner Denkfähigkeit in die Entwicklung bringen. Zum Beispiel erstmal in die Entwicklungsabteilung von Innovationen der Medizinindustrie zum Beispiel. Aber dann später auch in einfach neue Technologie-Innovationen. Jeder, der mitdenkt, hilft ja. Brainstorming. Ja? Klar. Und deswegen wird Deutschland wirtschaftlich oder von dem, was die Leute kaufen, wird nicht mehr das iPhone aus den USA kommen, sondern die neuen Generationen der Super-iPhones kommen aus Deutschland dann. Aber da müssen die ja wieder weit produziert werden. Was? Da müssen die ja auch wieder in die USA dann wieder verschickt werden. Ja, solange. Oder geht es bis die Konsumsucht nachlässt? Weltweiten Kommunismus oder geht es um einen nationalen Kommunismus? Der würde dann weltweit werden, nach und nach. Aber nur, wenn. Das heißt, der beginnt aber in Deutschland jetzt. Der würde in Deutschland oder in Europa beginnen. Ja, genau. Europa, ganz Europa. Oder Deutschland, ja, und würde beginnen und strahlt dann natürlich aus, weil alle anderen Länder sehen, ja hoppla, das hat ja gar nichts zu tun mit diesem schrecklichen, tyrannischen Pseudokommunismus, das ist ja was ganz anderes, das ist ja viel besser und irgendwann nimmt die Konsumsucht ja drastisch ab. Und wenn die Konsumsucht abnimmt, sozusagen, wird auch irgendwann immer weniger verschickt werden. Ja? Ja. Aber so wie die Menschen das wollen. Ich habe jetzt noch abschließend eine Frage dazu. Ja, ja. Und zwar, verschwindet nicht irgendwo die Vielfalt, wenn wir sagen, auf der ganzen Welt sind die gleichen Abläufe, also wirklich die exakt gleichen Abläufe, überall sind die gleichen Kommunen, läuft das gleiche Schema ab quasi, dann lohnt es sich ja gar nicht mehr in Länder zu reisen, weil die Tradition schwindet dann ja auch weg. Wir wollen uns nur noch vegetarisch ernähren. Denken Sie an eine Freundin, in die Sie ganz verliebt waren. Ja? Mhm. Und denken Sie an die. Und interessierte Sie, als Sie mit ihr zusammen waren, interessierte Sie Vielfalt oder haben Sie einfach nur genossen? Das, was menschlich ist, nämlich Liebe. Mhm. Ja, doch. Ja? Genossen, ja. Sehen Sie? Und dann waren Sie doch zufrieden und satt. Ja, und verstehen Sie, vieles ist Konsumsucht. Das heißt also, wenn die Menschen wieder glücklich werden dürfen, weil der Hausarzt ja will, dass ich glücklich werde und gesund lebe, der Lebensmittelhändler will, dass ich glücklich und gesund lebe, alle anderen wollen auch, dass ich glücklich und gesund lebe, weil das kapitalistische Prinzip weg ist. Es das ist realistisch, der Gewinn aber durch dass die Glücksspanne so lange bleibt. Jetzt ist man gesund, man kann alles Mögliche machen, aber irgendwann merkt man, es ist ja dann auch wieder irgendwo ein System quasi wie im Kapitalismus. Nein, wenn man zum Hausarzt morgen zum Sport geht. Echter Kommunismus ist eben kein System, sondern eigentlich geht es ja darum, dass alle Menschen gleichermaßen danach suchen, dass jeder von unseren 80 Millionen Menschen sich so wohlfühlt wie möglich, so gesund ist und so lang lebt, wie er Lust hat. Nochmal eine Frage, und zwar Vielfalt. Was steckt dahinter? Was meinen Sie? Ich persönlich würde mir das jetzt so vorstellen, dass es irgendwann ein Kreislauf ist. Es wird langweilig, muss die Leute bei Laune halten und dann irgendwann ist es der Sport dann nicht mehr. Und dann kommt der Alkohol, dann weiß ich nicht, dann wird dann nur noch gekifft oder was, um sich da aus diesem normalen Alltag rauszuschießen. Ist da
das ist doch ein vorstellbarer Prozess, oder? Also deswegen ist es so wichtig, dass die zweiten Scientists for Future 2 Naturwissenschaftler sind. Wenn sie sich, auch mein Bruder hat das mal gemacht, der ist auch Wissenschaftler, Philosoph, die setzen sich dann in die Bonobo-Gruppen rein quasi, in den Zoos ist das möglich quasi, und die machen nicht ständig was Verschiedenes. Die kaufen nicht das Spielzeug A und danach am nächsten Tag das Spielzeug B und das Spielzeug C und das Spielzeug D, sondern, wie Professor Manfred Spitzer so schön gesagt hat, die erleben mit ihrer Mutter so viel Interaktion, so viel Kommunikation, so viel Sprache, also bei Bonobos natürlich nicht, das ist eher eine Lautsprache oder so, aber so viel, und das ist spannend und ist Austausch und so weiter. Und dann sieht man das, wenn sie in so einer Gorilla-Gruppe sitzen oder Gorillas im Nebel oder so bei den Gorillas sitzen, und dann sehen sie, dass die ganz einfache Tätigkeiten tun, aber rundum zufrieden und damit sind und keinerlei Langeweile haben. Und warum? Aber muss man sich natürlich jetzt auch die Frage stellen, sind wir Bonobos oder sind wir Gorillas? Wir sind natürlich nicht auf deren Level, wir sind der Homo sapiens sapiens. Ja. Und ich behaupte, dass wir da wir sind deutlich noch weiter sind. Neugieriger als die Bonobos und Gorillas. Und natürlich werden wir uns mit allen Spielzeugen beschäftigen, die wir wollen. Zum Beispiel, wir können dann eben an neuen Computern arbeiten. Wir können an neuen Wasserstoffautos arbeiten. Das heißt also, wir können doch unsere Neugier in jeder Hinsicht befriedigen. Wir müssen doch übrigens auch, dieses Universum irgendwann verlassen. Sie wissen, dass dieses Sonnensystem kaputt geht? Irgendwann, ja. Ja, und dass diese Erde verbrannt wird vom roten Riesen sozusagen. Unsere Sonne wird aber ja zum roten Riesen. Aber das ist noch einige Jahre hin, denke ich. Ja, das ist noch, aber dafür müssen wir doch schon arbeiten. Die Menschheit, so, wenn wir die Menschheit als Spaß verstehen, weil sie durch die Beendigung des Kapitalismus und die Einführung des echten demokratischen Sozialismus, Kommunismus sozusagen zum Glücksort wird, dann wollen wir das Glücksspiel doch weiterführen. Und dann müssen wir doch einen Weg finden, wie wir aus diesem Universum in ein anderes Universum kommen. Aber sind wir schon dabei, trotz Kapitalismus, ich sage nur Stichwort NASA zum Beispiel. Ja. Da sind wir ja dabei. Ja, da haben wir doch Abwechslung so viel wir wollen. Das ist doch keine Langeweile. Ja, aber NASA gibt es ja auch trotz Kapitalismus. Nein, sie gibt es im Kapitalismus und die NASA wird es auch im Kommunismus geben. Also hat der Kapitalismus auch, duldet er auch gute Sachen, richtig? Nein, sondern natürlich ist nicht jeder Gedanke im Rahmen des Kapitalismus falsch. Mhm. Also zum Beispiel der Gedanke, dass wir verhindern müssen, dass uns wie bei den Dinosauriern ein Komet trifft, ein Meteorit oder wie auch immer der heißt, dass der uns trifft, dass wir das verhindern müssen, dass wir im All rum Abwehrschirme und alles mögliche Technik, das ist doch eine interessante Aufgabe, ist doch total spannend. Also das hört doch nicht auf. Mhm. Ja, es bleibt doch alles, wie es ist, nur dass wir nicht mehr konsumsüchtig sind, nicht mehr kaufsüchtig sind, nicht mehr kriegsüchtig sind, sondern ein liebevolles, glückliches, spaßmachendes Leben machen und total innovativ werden. Und Deutschland wird das innovativste Land der Welt, weil es ein paar Jahre Vorsprung dann vor den USA hat. Und macht Ihr Leben jetzt im Kapitalismus Spaß oder nicht? Ich finde nein. Ich finde es schrecklich. Warum? Gucken Sie mal. Wer hier in diesem kapitalistischen System interessiert sich auch nur eine Sekunde für mein Wohlfühl, für meine Gesundheit und für meine Langlebigkeit? Der Staat? Niemand. Ein wenig doch. Niemand. Sie haben eine Gesellschaft, Sie sind noch jung, ja? Mhm. In der die Menschen nach und nach immer mehr vereinsamen. Wir haben früher in Kommunen, als kommunistisch in Gruppen gelebt quasi, dann sind wir in die Großfamilien reduziert worden durch den Kapitalismus und dann sind wir in die Kleinfamilie reduziert worden. Jetzt haben wir viele alleinerziehende Mütter, ja, und wir haben ganz viele Singles, ja. Also der Kapitalismus in seiner Hochblüte, schauen Sie sich doch an, wie die Sozialstruktur ist. Aber wer ist denn noch wirklich so glücklich in einer glücklichen, langfristigen Liebesbeziehung? Meine Eltern. Ja, solche Ausnahmen gibt es noch. Aber der Kapitalismus arbeitet doch jeden Tag darin, auch das noch zu zerstören. Aber wenn man sich jetzt anschaut, so eine Ehe, wie man sie kennt, ist ja im Kommunismus eigentlich gar nicht möglich, weil wenn Sie sagen, dann sieht man sich, dann feiert man Partys, dann hat man Sex. Das würde ja dann auch schon zu Disparitäten führen in dieser Ehe. Jeder darf machen, was er will. Also das ist okay, so, wenn man das dann so sagt, würde gut. Nur sagen,
probiert doch mal aus Spaß, probiert doch mal aus, ob es zu eurem Genbestand vielleicht besser passt, an diesem wilden Kommuneleben teilzunehmen, ja? Oder ob es besser passt, in der Monogamie zu leben. Und jeder, wir haben doch Freiheitsrecht. Also echter Kommunismus ist doch maximale Freiheit. Der Kapitalismus ist doch der, der die Freiheiten einschränkt. Ich sag mal so, Freiheit bekommt man nicht, Freiheiten muss man sich nehmen. Ja, und das jeder kann man auch im Kapitalismus. Im Kommunismus kann doch jeder, wenn jemand glaubt, dass für ihn die einzige Lebensform, die monogame Ehe ist, dann macht er die monogame Ehe. Und dann gibt es im Balkan, gibt's, glaube ich, Leute, die leben auch noch in Haremssituationen teilweise. Ja? Mhm. Wenn die das für das Beste, also Gorilla-ähnlich, ja? Und dann sollen die das leben. Jeder macht, was er will. Nur, dass die kapitalistische Tendenz, uns mit Irrtumsmemen zu überhäufen und um uns Glück zu nehmen und die Konsumsucht zu geben, das hört auf. Also das heißt, wir werden freier. Jeder Mensch kann sich überlegen, was mach ich aus meinem Leben? Und der Hausarzt wird sagen, also dann werden ein paar Leute sagen, ja, wir Leute, wir wollen jetzt hier so eine richtige Kommune aufmachen, so mit allem und so. Können Sie, lieber Hausarzt, uns dabei unterstützen? Dann sagt er, natürlich kann ich das, denn ich beschäftige mich ja jeden Tag damit, wie dann so eine ideale Kommune aussieht, wie man dort Streitigkeiten schlichtet und wie man lernt, sich zu vertragen miteinander und wieder liebevoll miteinander zu werden. Alles, was der Kapitalist uns weggebracht hat. Der Kapitalist hat uns beigebracht, denken Sie an die ganzen Spielfilme, hat uns beigebracht, wie wir streiten, aber er hat uns damit sozusagen weggebracht davon, dass wir überhaupt nicht mehr lernen, wie wir uns vertragen. Haben Sie schon gehört von Mediation an der Schule, Konfliktschlichtung, ja, und so weiter. Das heißt, wir müssen jetzt eigentlich den Menschen wieder beibringen, wie man friedlich miteinander verhandelt und liebevoll und miteinander umgeht. Das kann der Arzt, das ist dann die Lebensaufgabe des Arztes. Darf ich jetzt zum Schluss noch eine Frage stellen? Ja. Wie lange sind Sie überzeugter Kommunist oder von Ihrem System, was Sie da aufgestellt haben mit Ihren Scientists? Wie lange sind Sie davon schon überzeugt? Also die 1968 habe ich so angefangen, meine ersten Wissenschaftsbücher zu lesen. Die legendäre 68er Hippie-Bewegung und Studentenrevolte und so. Also der Vorläufer von Kreta, das war genau das Gleiche wie jetzt, nur nicht so stark umweltbezogen, sondern mehr direkt Kapitalismuskritik bezogen. Ja? Mhm. Und ich war nie irgendwie ein Kommunist oder Sozialist in dem Sinne, klassischen Sinne. Das hat mich alles nicht interessiert. Ich wollte immer nur die Wahrheit wissen. Und die Professoren und Doktoren, da manche von denen sind schon seit 60 Jahren in der Wissenschaft, manche erst seit 20 Jahren, 30 Jahren in der Wissenschaft, die haben alle ihre eigene Geschichte, wie die so ins Nachdenken gekommen sind über neue Systeme und Gesundheitsreform und ja und so weiter. Alles, das sind alles. Und ich selbst, ich war weder ein Kapitalismuskritiker noch irgendwas. Ich habe mich nur in die Wahrheiten eingearbeitet, in die Daten eingearbeitet. Und dann bin ich durch die Daten der Naturwissenschaft bin ich dann erst zum Fan eines echten, urdemokratischen, urmatriarchalen, nicht mehr patriarchalen Urkommunismus gekommen, dass wir den wohl hatten und dass ich genau spüre, wie beschissen es mir geht. Aber warum praktizieren Sie ihn nicht? Verglichen mit dem, was wir bei den Bonobos sehen und bei den... Wieso sagen Sie nicht, Sie nehmen sich Ihre Professorin, und machen mit denen einfach mal den ersten Schritt und gründen eine Kommune und bringen das ins Laufen, weil zurzeit ist das ja nur Gerede, oder? Viel, ist da schon so ein Movement hinter? Wie viel Milliarden Dollar und Euro gibt die weltweite Werbeindustrie und kapitalistische Industrie aus, um unsere aller Köpfe so zu verändern, dass wir für den Kommunismus unfähig werden? Sondern dass wir alle glauben, dass wir kaufen müssen, dass wir nach Mallorca reisen müssen, um glücklich zu werden, bei Ballermann uns die Hucke voll saufen und so weiter. Wie viele Milliarden werden da jeden Tag ausgegeben, um unsere Gehirne so zu waschen, dass wir eigentlich für ein Kommunenleben und für das Leben, wie wir es bei den Bonobos noch ansatzweise beobachten können, völlig unfähig gemacht werden? Und erst wenn das aufhört, wenn das diese milliardenschwere Manipulation weg von dem Kommunismus aufhört, weil durch Beendigung des Kapitalismus, können wir erst mal
aufatmen, uns zurücklehnen und mit den Ärzten, mit unserem Hausarzt darüber diskutieren, was vielleicht die natürlichen Fakten sind und welchen Genbestand wir eventuell haben und was uns vielleicht mehr glücklicher macht als was anderes und so weiter. Ja? Und dann haben wir quasi erst die Freiheit, überhaupt eine erfolgreiche. Im Moment gibt es Kommunenprojekte auf aller Welt, die scheitern aber alle, weil sie ja kapitalistisch im Kopf sind, sie ja alle Kapitalisten. Wir haben ja alle eine kapitalistische Gehirnwäsche hinter uns. Und dadurch sind wir unfähig, also ich spreche von Gemeinschaftsunfähigkeit. Wir sind alle gemeinschaftsunfähig erzogen. Wir werden alle zu gewissen Maßen zu Einzelgängern erzogen, gewissermaßen vielleicht noch eine Ehe, ja, aber so mit Ellenbogen. Und ja. Wir haben ja alle Mentalitäten. Jeder Spielfilm, den Sie im Fernsehen schauen können, der handelt immer da, die Leute schreien sich fast immer an. Bei jedem Spielfilm sind alle aggressiv miteinander. Manchmal kloppen sie sich, manchmal prügeln sie sich. Naja, kennen Sie Woodstock zum Beispiel? In dem Film habe ich das jetzt nicht so wahrgenommen. Nee, da war vielleicht mal bei Woodstock war mal 1% von einer kommunistischen Atmosphäre. Ich kenne ja die Videos natürlich auch alle. Ich habe den Film gesehen. Meine Eltern wären ja gerne mit mir rübergeflogen. Ja? Aber das war damals nicht möglich. Mein Vater war auf dem Weg Doktor der Betriebswirtschaft und Doktor der Soziologie und so weiter. Aber die waren damals beim SDS, beim Sozialistischen Deutschen Studentenbund. Und mein Vater ist Betriebswirt. Also als Wirtschaftswissenschaftler und Soziologe hat man darüber nachgedacht damals, was denn genau bei diesem Kapitalismus nicht stimmt. Nur, dass wir es damals nicht wussten. Und erst die zweiten Scientists for Future 2, diese Professoren sind die ersten, die jetzt wissen, wie es geht. Und jetzt müssen wir das mit Greta zusammenbringen, mit Luisa. Und wenn das Luisa versteht, nach vielleicht drei Konferenztagen, ja, mit den Professoren verhandeln und dann sagen, das ist es doch. Jetzt müssen wir die in die nächste Talkshow mitnehmen, die Professoren. Und dann müssen wir weltweit in allen Talkshows, muss darüber diskutiert werden. Und Greta sagt, wir haben jetzt eine Lösung gefunden. Wir bleiben natürlich immer unabhängig, weil wir die Lösung nicht endgültig beurteilen können. Aber dieses Lösungsangebot diskutieren wir jetzt in allen Talkshows weltweit. Und wenn wir dann nach 4 Monaten zum Schluss kommen, dass das doch nicht ganz der funktionierende Ansatz ist, dann haben wir es aber versucht. Was sollen wir anderes machen? Im Moment sieht es so aus, wir haben gar kein Ergebnis. Greta hat letztens wieder gesagt, wir haben nichts erreicht. Wir müssen so richtig jetzt Gas geben, um vielleicht was zu erreichen. Ich wünsche Ihnen auf jeden Fall hat man nichts erreicht. Echt alles Gute dabei, dass das alles so umgesetzt werden kann. Und bedanke mich auf jeden Fall für dieses sehr, sehr spannende Gespräch. Alles klar, danke auch. Gell? Tschüssi. Ciao.